Damen und Herren, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen hier zu einem Thema, das, glaube ich, sehr viele Medienschaffenden bewegt, zu dem es auf jeden Fall mal mehr Fragen gibt als feststehende endgültige Antworten, glaube ich, inzwischen. Nämlich zu dem Thema, wie kann sich, muss sich, darf sich eine Marke in Social Media bewegen? Ich glaube, wenn es einen Konsens gibt in diesem Themenkomplex, dann... Oh, kann man das vielleicht ein bisschen... Ich versuche lauter zu sprechen. Entschuldigung, das tut mir leid. Also wenn es ein Konsens... Ich halte mir das jetzt mal so kurz hin. Wenn es einen Konsens gibt in dieser Frage, dann wohl sicherlich der, dass man irgendwie daran teilnehmen muss und wenn man den Anschluss nicht verpassen will. Wir versuchen uns hier heute der Frage zu nähern, wie man das machen kann. Ich darf kurz vorstellen, wer auf dem Podium sitzt dazu. Ich mache das in der Reihenfolge, in der quasi thematischen Reihenfolge, wie die Vorträge anfangen. Ibrahim Efsan neben mir, er wird uns was erzählen zu dem Thema, wie man selber Social Media lebt, wie ein Netzwerk tickt, wie man dabei vorgehen muss. Frau Mareike Paulsen von Froster wird uns erzählen, wie man eine Social Media Kampagne aufsetzt und welche Ziele sie dabei verfolgen. Frau Sommer wird uns von Greenpeace erzählen, wie man eine Kampagne durchführen kann und wird uns sicherlich auch ein bisschen erzählen, wie man mit Kritik, wie Kritik entsteht und wie man damit umgehen kann. Wird, glaube ich, ganz spannend sein. Und zum Schluss der Veranstaltung wird uns Herr Hoffmeister sagen, einen Ausblick geben, wie sich Marken, Medien in Social Media bewegen, welche Strategien man machen kann. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Dominik Reumann, Chefredakteur der Internet World Business. Ich hoffe, Sie kennen alle das Blatt. Wenn nicht, ich glaube, es liegt aus und Sie haben Gelegenheit, das auch kurz kennenzulernen. Ablauf der Veranstaltung ist, dass wir mit den Referaten kurz loslegen und am Ende versuchen, ungefähr eine halbe Stunde für eine Podiumsdiskussion zu haben. Und ich dann auch hoffe auf Fragen aus dem Publikum und ja, freue mich schon sehr auf eine anregende Diskussion. Herr Efsan ist also einer der führenden Köpfe, kann man sagen, des Social Media, glaube ich, ist ganz erfolgreicher Gründer von Zappenload und lebt wie wenige andere das Social Web, das kann man sagen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie uns kurz erzählen, was da so passiert. Super. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier auf Efsan draufklicken muss. Weiß das jemand? Wahrscheinlich. Ja. So muss es sein. Ja, vielen Dank, dass ich hier reden darf. Es ist natürlich immer wieder eine Freude, bei den Münchner Medientagen zu reden, für die Internetworld zu reden. Aus dem einfachen Grund, man hat mich damals gefragt, und mach das doch mal, weil wir machen jetzt Social Media. Und irgendwie kamen die dann wieder auf mich, weil ich dann wirklich sehr oft online bin, leider viel zu oft. Ja, das können Sie meiner Familie fragen, die können das bestätigen. Das liegt aber auch daran, und das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe verstanden, die Maschinen zu lieben. Das heißt also ganz ehrlich, ich liebe die Geräte um mich herum. Ich liebe sie, ich nutze sie sehr gerne, es macht mir Spaß, ich streichel sie, ich nehme sie mit ins Bett und ganz ehrlich, ich freue mich darüber, dass ich meine BlackBerry jetzt abgegeben habe, weil das neue iPhone, das macht keine Geräusche, so kann ich dann auch im Bett damit spielen, ohne dass die Freundin nervt und das ist schon eine sehr, sehr geniale Geschichte. Ja, wer steht eigentlich vor Ihnen? Kurz Information, 35 Jahre, also nicht der typische 17-jährige Digital Native, wie man sagt, und trotzdem Onliner, mach einiges, bin in verschiedenen Gremien und so weiter. Diese Gremienaufgaben sind aber für mich ganz wichtig, dass ich, weil das ist die Kernaussage, die ich jetzt treffe als erstes. Und zwar, wer heute sagt, dass er kein Social Media machen kann, entmündigt sich, weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, jeder von Ihnen hat irgendwie jetzt ein Gerät in der Hand und ist im Internet, man ist dauerhaft im Internet. So ist es, so sage ich ganz klar, es geht also darum, mit Liebe Social Media zu betreiben, denn dazu ist ein Onliner heute verpflichtet. Ja, was heißt denn mit Liebe? Das ist natürlich eine sehr große Frage. Wie gehen wir denn mit Social Media um? Weil Social Media wandelt sich ja. Am Anfang war es so, wenn wir uns genau daran erinnern, es gab Webseiten jeglicher Art, wo man halt gesagt hat, keine Ahnung, bedien dich, lese.
Und dann gab es immer mal, kommentiere mit. Und heute, ganz ehrlich, heißt es ganz klar, mach mit. Also man kann ja auch kaum noch anders. Ich habe letztes Mal ein iPhone-App runtergeladen, wo ich ein Bild geschossen habe. Und das Nächste, was er gemacht hat, ohne mich zu fragen, weil ich mich damit nicht genau mit beschäftigt habe, ist auf eine Community hochzuladen. Ja, das hat irgendwie gecheckt, hat mir automatisch dann einen Account eingerichtet und so weiter. Das heißt also, plötzlich war dieses Bild, was ich geschossen habe, auf irgendeiner Internetplattform, ich weiß noch nicht mal, wo es genau ist. Aber er hat es getan. Auf der anderen Seite hat LinkedIn letztes Mal, als ich es installiert habe, ein paar Sachen gefragt. Ich habe einfach weiter gedrückt. Ich dachte, das wäre eine ganz normale Installation. Und was hat LinkedIn gemacht? Hat einfach mal mein gesamtes Adressbuch auf LinkedIn kopiert. Das heißt also, irgendwie sind diese Systeme lebendig geworden. Sie machen irgendwas. Wenn man nicht genau aufpasst, was man macht, sind plötzlich alle meine Daten im Netz und muss damit umgehen. Fakt ist aber auch gleichzeitig, wenn man dann Social Media macht, wenn man sich dazu entschlossen hat, reinzugehen in Social Media, dann benötigt es auch eine Kontinuität. Wenn man die Kontinuität nicht hat, das heißt, man macht es kurzfristig, paar Tage, dann funktioniert es tatsächlich nicht. So will ich ganz kurz mal erklären, dass Social Media, was es genau bedeutet, ganz kurz, in wenigen Schritten. Letztendlich, was ich damit erklären möchte, ist, dass Social Media nichts anderes ist, als verschiedene Layer, verschiedene Technologien, verschiedene Systeme, die übereinander liegen und ich muss halt irgendwie versuchen, alle diese Systeme zu bedienen, dann erst mache ich Social Media. Sonst ist es nicht Social Media, Sie irren sich. Wenn Sie nur Facebook machen, dann machen Sie Facebook und nicht Social Media. Und das ist ganz wichtig, dass man das langsam aber sicher versteht. Und die erste These, womit ich anfangen möchte, ist folgende: Die Botschaft ist man selbst. Vergessen Sie, dass Sie für eine Firma arbeiten oder sonst was. Vergessen Sie generell, dass Sie irgendwie ein Produkt verkaufen müssen. Nein, Sie selbst sind die Botschaft. Das heißt also, Sie müssen zu dem das wiedergeben, was Sie tun in Ihrem Leben. Welche Hobbys Sie haben, was Sie generell interessiert oder für welche Vereine, Verbände oder sonst was Sie arbeiten. Alles wird plötzlich reduziert auf den Mensch. Deswegen ist die Botschaft der Mensch selbst. So kann der Mensch sich tatsächlich im Facebook positionieren, alles Mögliche machen. Die ganzen Punkte, die da stehen, die Folien sind bald in SlideShare öffentlich zur Verfügung. Da kann man sich das lesen. Ich würde es verkürzen auf die wichtigsten Fakten. Was ich bei Facebook und bei allen anderen Systemen doch gemerkt habe, und das ist wirklich, wirklich wichtig, ist, wenn man es nicht vollständig ausfüllt, die Profile und so weiter, macht es halb Spaß. Ja, ist einfach so. Und man macht auch viele Fehler dadurch. Und was auch tatsächlich passiert ist, dass die Freunde langsam aber sicher zum Publikum werden. Ein gutes Beispiel: Ich war letztens in Athen und ich habe ein Bild gemacht. Dieses Bild habe ich damals versendet über MMS oder über irgendwelche komischen anderen Systeme, die es damals gab. Und jedes Mal ist da ein Fehler passiert. Kennen Sie das? Mit Sicherheit. Sie senden es weg, klappt nicht. Der User bekommt es nicht, der Freund bekommt es nicht und so weiter. Heute ist es anders. Ich poste das einfach auf Facebook. Ich bin nicht mehr zuständig dafür, dass ich meinen Freunden sage, ich bin in Athen. Nein, Sie sollen sich selbst bitte informieren. Sie werden zum Publikum. Das heißt also, die User kommen zu Ihnen. Genauso kann man natürlich sein Facebook-Page machen für die Firma. Wir haben uns entschieden, totale Transparenz darzustellen. Transparenz bedeutet aber auch direkt Authentizität. Weil wenn man nicht authentisch ist, merkt man, dass diese Transparenz, die sie darstellen wollen, eigentlich nichts anderes ist als ein Schauspiel. Das heißt, das funktioniert definitiv nicht. Dementsprechend kann ich nur wärmstens empfehlen, wenn man die Fans, wenn man die Kunden einbindet, dann bitteschön so, dass man die Kunden auch so einbindet, dass die ins Geschehen mitmachen können, dass sie Dinge mitmachen können, die ihre Firma oder ihre Produkte mit beeinflussen können in der Zukunft. Also, es gibt nichts Besseres fürs Marketing als den Befehl für Social Media. Das ist eine neue These, die ich erstelle. Da fängt man natürlich an, wenn ich sage, die Botschaft ist man selbst, natürlich bei sich selbst wiederum anzufangen, gerade was Xing und LinkedIn anbetrifft. Wir wissen ganz genau, Xing ist einer der Monstrum-Systeme geworden für Human Relation. Das heißt, wenn ich einen Mitarbeiter suche, gehe ich da rein und gucke mir mal einfach mal herum, wer da so herumhängt. Die meisten Bewerbungen lassen wir mittlerweile über Xing laufen. Unglaublich, aber wahr, das hat sich funktioniert. Dementsprechend muss man sein Profil optimieren. Man kann ja ganz klar sagen, man ist ja nicht mit einer Firma unbedingt richtig knallhart verheiratet. Wenn man mal ein bisschen mitmacht beim Social Media, können sich ja ganz neue Wege sich entwickeln und plötzlich hat man dann ganz neue Möglichkeiten auch zu arbeiten und so weiter. Bei Xing und LinkedIn finde ich aber eine Sache sehr, sehr prekär, wenn man es nicht tut. Und zwar erstmal, dass man nicht ausnutzt die Möglichkeit, dass man herausfindet, dass meine Freunde Geburtstag haben. Dann bitteschön sagt ihnen auch herzlichen Glückwunsch, wenn ihr schon mal dabei seid und in Xing seid, auch wenn ihr Leute
Leute, die nicht kennt. Trotzdem, ein schönes herzlichen Glückwunsch zu senden, ist auch was Nettes. Da freuen sich die Leute drüber. Und als zweites natürlich dann auf die Reaktion nicht zu agieren. Das heißt also, wenn man irgendwas bekommt, eine Mail zurückbekommt, dann bitte schreibt doch zurück und sagt, dass ihr euch dann nächste Woche oder übernächste Woche trifft, statt halt 3 Wochen die Mail herum zu warten. Twitter brauche ich nicht mal zu erklären. Es wird immer mehr. Aber auch dort gibt es mittlerweile klare Regeln. Wir haben es jetzt verstanden. Retweets sind sehr gern gewünscht. Natürlich ist es eine Empfehlung sehr gern gewünscht. Hashtags sind sehr gern gewünscht. Ja, wenn man es nicht nutzt, dann lass es doch. Dann braucht man es ja nicht zu machen. Da fällt man nicht auf. Da merkt man, dass man irgendwie nicht der Onliner ist, der Twitter-Onliner ist, und dementsprechend fällt man schon wieder runter. Das heißt, was bringt einem, wenn man andauernde Follower sammelt, ja, aber die folgen einem nicht zurück? Also das ist ja auch blöd. Das heißt, also, man muss auch auffallen. Man muss die Spielregeln mitspielen, damit es auch funktioniert. Dell hat einen wunderbaren Case gemacht. Die verdienen mittlerweile über Twitter Geld. Ist doch logisch. Wenn man ein Produkt hat mit 1 Million Follower und sagt dann heute, ganz besonders heute, 400 Euro, ist doch klar, dass die Leute zurückkommen und sofort kaufen. Dell macht Umsatz. Das ist auch ein super Beispiel, dass es funktioniert. Gehen wir in Social Broadcasting. Nur wer Open Mind liebt, denkt Social Media. Ist eine neue These, die ich halt aufstelle. Aus meinem einfachen Grund, wenn man Social Media tatsächlich macht, was bedeutet das denn? Authentizität, was bedeutet das denn? Wenn ich tatsächlich in den verschiedenen Systemen reingehe und irgendwas schreibe, dann muss ich ja open-minded sein. Ich muss ja den Leuten einen Mehrwert wieder zurückgeben. Und Mehrwert bedeutet da auch Teilen der Information, des Wissens, der allgemeinen Sharings. Und dementsprechend ist das eine sehr wichtige Rolle. Das heißt also, wenn es heißt, die Botschaft ist man selbst, bedeutet das aber gleichzeitig, und das ist ein Denken, was wir Deutschen sehr schwer nachvollziehen können, Selbstvermarktung. Wir haben immer gelernt, uns zurückzunehmen und zu sagen, nein, ich zeige auf keinen Fall, was ich habe, wer ich bin und so weiter. Nein, das dreht sich doch gerade. Jetzt, gerade heute, ist es doch so, und da ist natürlich dieses Zitat, wer bin ich und wenn ja, wie viele, doch die zentrale Frage, die man sich stellen muss. Das heißt also, bevor ich Social Media in Perfektion machen kann, muss ich doch erst wissen, wer ich selbst bin, welche Stärken ich habe, was ich kann, wo ich mich positioniere, wen ich was schere. Wenn ich das natürlich nicht mache, ist das natürlich ein kleines bisschen problematisch möglicherweise in der Selbstdarstellung. Unabhängig ist man bei Social Media erst dann, wenn man abhängig ist vom System. Das muss man auch verstehen. Das heißt also, erst wenn ich dann hingehe und mich richtig knallhart vernetze mit den neuesten Technologien und trauen Sie sich einfach mal über ein System API nachzudenken, erst dann hat man zwar eine unglaubliche Abhängigkeit der Systeme untereinander, aber sie schaffen eine Unabhängigkeit in ihrem Denken und in ihrem Handeln und dann letztendlich den Erfolg zu bekommen, wie man es bekommt. Richard Gutjahr ist hier, macht das im Moment in Perfektion. Er macht das genauso, wie ein Blogger es heute machen muss. Herzlichen Glückwunsch dafür. Dementsprechend ist auch wichtig, dass man heute natürlich einen Blog als virtuelles Tagebuch dann so führt, dass man sich entleert. Das heißt also, wer veröffentlicht, übernimmt die Verantwortung, aber gleichzeitig ist es so, wenn ich einen Blog schon führe, muss ich dann natürlich meinen Leuten was zurückgeben. Und zurückgeben kann ich ja nur Fachwissen, weil Fachwissen ist ja das, was die Leute dann vielleicht interessant finden. Alles, was ich irgendwo lese, die Vervielfachung von Informationen, was wir heutzutage leider Gottes in der Presse sehr stark erleben. Das soll ja ein Blog eigentlich nicht tun, sondern individuelle Informationen sollen tun. Dementsprechend ist erst die Befreiung der Gedanken, führt zur Freiheit und somit hilft Social Media. Das heißt, wenn Sie sich erlehren, wenn Sie Ihr Fachwissen ins Internet tun, dann erst befreien Sie sich von den Gedanken, erst dann können Sie neue Informationen hinzufügen und das führt tatsächlich zum Erfolg. Ja, dafür gibt es tolle Systeme. Posteros. Bei Posteros gehe ich sogar sehr weit. Ich muss das ehrlich sagen. Ich habe einen eigenen Webstream. Ich habe einen Game-Stream. Ich habe einen Musikstream. Ich schreibe über Technik. Ich habe bei Facebook eine Gruppe, die nennt sich Social Music Baby, wo ich meine aktuellen Lieblingssong poste. Hat mittlerweile über 600 Follower. Also das Ding funktioniert extrem gut. Unterhalte deine Freunde und sie werden dich lieben. Ja, das kennen wir auch. Das heißt also, Social Media bedeutet gleichzeitig nicht nur Sharen von Informationen, das wäre ein bisschen blöd, sondern auch mal tatsächlich, das kennen Sie ja, witzige Videos herumsenden. Ja, viele nutzen das natürlich als Marketingform, da werden wir gleich bestimmt von Claudia Sommer noch ein bisschen was hören. Das heißt also, tatsächlich, Unterhaltung ist einer der wichtigsten, elementarsten Dinge überhaupt im Social Media. Gehen wir ganz schnell, Social Video, wichtig für die Transparenz, für Unterhaltung wiederum. Gehen wir in Social,
Social Gap Games. Social Web Games bedeutet nichts anderes, als dass ich mit Freunden zusammen spiele, weil das ganze Leben ist ja ein Spiel, ist eine These von mir. Und so haben wir beispielsweise als System FlipLife entwickelt. FlipLife, dort kann man virtuelle Karrieren starten. In der Zukunft auch tatsächlich bei Firmen. Also Firmen melden sich bei uns und in der Zukunft werden wir viele verschiedene Firmen drin haben, wo man halt tatsächlich bei einer Firma, die existiert, die in einer Aktiengesellschaft ist, arbeiten kann und Projekte mit denen machen kann. Spielerisch, mit Spaß. Und das erschafft eine gewisse Sympathie. Und das ist eine ganz neue Art und Weise, wie man Menschen bindet, gerade im Bereich Social Games. Als letztes Social Search, nichts geht natürlich, damit Sie das erfolgreich überprüfen können, wie das Ganze funktioniert, dass Sie gucken, was sind eigentlich die Trends, was sagen denn die Menschen über mich. Dementsprechend ist als Social Search unglaublich wichtig, von Twitter Search bis Inside Search bis hin zu Google Search und was es alles gibt. Tatsächlich ist es dafür da, Web Monitoring, und das bitte in Gänsefüßchen, kann Krisen meistern. Und bitte nutzt Flutter. Also wir haben jetzt ja genug jetzt darüber gesprochen, wie man Geld verdient und so weiter. Ich nutze das jetzt mittlerweile intensiv. Ich habe mir geschworen, 50 Euro im Monat bin ich bereit, Bloggern zur Verfügung zu stellen, die gute Artikel schreiben. Und jedes Mal, wenn ich einen Flutter sehe und das ist ein guter Artikel, klicke ich auch definitiv drauf, damit die Geld verdienen können für ihre Leistungen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Letzte These, nutze das Netz bewusst und sei dabei selbstbewusst. Vielen Dank. Vielen Dank, Ivo. Erstmal habe ich jetzt mit Freude zur Kenntnis genommen, dass du auch nicht immer bei LinkedIn jede Funktion verstehst und es nicht nur bei mir bei Facebook so geht. Ich habe mal den schönen Satz gehört, niemand kann Facebook stoppen, weil niemand Facebook versteht. Ja, das ist ja vielleicht irgendwie was dran. Gut, ich habe jetzt eine ganze Menge hier Thesen mitgenommen, die wir später diskutieren können. Sich auf eine Plattform zu konzentrieren oder alle zugleich zu nutzen. Ich glaube, das ist bestimmt ein ganz spannendes Feld. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Der Mensch ist die Botschaft versus eine Marke zu führen und dann natürlich auch eine gewisse Führung vorleben zu wollen und die Abhängigkeit vom System versus natürlich der Angst, Kontrollverlust zu erleiden. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Thesen. Und jetzt bin ich gespannt zu hören, wie jemand, der für eine Marke, für ein Unternehmen Social Media betreibt, mit solchen Problemen umgeht, wie sie das machen. Nochmal ganz kurz, Froster ist ein, ich glaube, Early Adopter in dem Bereich der Blogs. Da gibt es einen wirklich sehr schönen Blog, wo 30 Mitarbeiter ungefähr, 42 sind es, die aus dem Unternehmen dort mitschreiben. Also es ist wirklich sehr tief in der Unternehmenskultur verankert und man trifft da auch die Gründerfamilie durchaus und kann mit denen reden. Genau. Also es gehört wirklich, es gelebtes Social Media. Neu ist aber Facebook, relativ neu. Da habt ihr angefangen Anfang des Jahres mit einer Seite und entsprechend ist wahrscheinlich die Lernkurve noch recht steil. Freue mich von zu hören. Bitte begrüßen Sie Marika Paulsen. Ja, mein Name ist Marieke Paulsen, ich arbeite für die Firma Froster und bin für die Bereiche Social Media und Online-Marketing zuständig. Die Firma Froster ist Marktführer im Bereich der Tiefkühlfertiggerichte in Deutschland und wie schon gesagt wurde, hat seit 2005 ein Unternehmensblog, was recht bekannt ist. Und dieses Blog wird auch der Schwerpunkt meines Vortrags sein, weil, wie auch schon gesagt wurde, Facebook und Co. sind noch relativ neu für uns, werde ich aber auch noch kurz darauf eingehen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie auch jetzt schon gerne dazwischen fragen, wenn irgendwas unklar ist. Aber jetzt habe ich erstmal zwei Fragen an Sie. Und zwar die erste wäre, wenn es denn mal... Ah, da. So. Kennen Sie Froster? Einfach Hand heben, wenn es der Fall ist. Schön. Und die zweite Frage. Haben Sie schon einmal etwas vom Froster-Reinheitsgebot gehört? Ja, das spiegelt so ziemlich direkt so die Situation wider, in der wir uns befinden. Also die meisten kennen Froster, aber das Froster-Reinheitsgebot ist nur den wenigsten bekannt. Kurz zur Erklärung. Seit 2003 verzichtet Froster konsequent auf Zusatzstoffe. Und zwar zum Beispiel auf Farbstoffe, Aromazusätze, Geschmacksverstärker und was man da so alles kennt.
Das war ein Riesenprojekt 2003. Es wurde die komplette Produktion umgestellt. Es mussten neue Maschinen angeschafft werden, neue Rezepturen entwickelt werden, weil wir vorher auch mit Zusatzstoffen produziert haben. Das heißt, da herrschte dann ein riesen Kommunikationsbedarf natürlich, weil das was ganz Neues war und in der Form es so auch noch nicht gab und auch noch nicht gibt. Ja, es wurde massiv Fernsehwerbung geschaltet, aber wir haben schnell festgestellt, 30 Sekunden reichen einfach nicht, um so ein komplexes Thema wie Zusatzstoffe richtig zu erklären und zu erklären, was wir wirklich anders machen als andere. Das heißt, wir hatten eben ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Und da kam dann die Idee auf, dass wir eine Kommunikationsplattform brauchen, wo wir nicht nur Dinge erklären können, sondern auch im direkten Dialog mit unseren Kunden stehen, Fragen beantworten können, die eben so ein Thema auch mit sich bringt. Also haben wir 2005 das Froster Blog gegründet. Ein paar Zahlen dazu. Seit 1931 Tagen existiert unser Blog schon. Wir haben 847 Artikel, die von insgesamt 42 Autoren verfasst wurden. Diese Artikel wurden 9470 Mal kommentiert. Es gibt ungefähr 3000 Abonnenten unseres Blogs per RSS-Feed und circa 1500 eindeutige Besucher pro Tag. Also schon eine ganz gute Bilanz, wie wir finden. Passenderweise im Jahr 2005 gab es einen Artikel über Blogs im Economist. Und zwar da hieß es, authentische Berichterstattung von einzelnen Mitarbeitern wird eines Tages die klassische PR von Unternehmen ersetzen. Der Meinung sind wir auch, diese Blog-PR ist einfach extrem authentisch, da eben nicht Agenturen einen Blog schreiben sollten, sondern eben die Mitarbeiter selbst. Und so gewinnt ein Unternehmen ganz, ganz stark an Glaubwürdigkeit, wenn immer direkt aus dem Unternehmen aus erster Hand berichtet wird. Da haben wir uns gedacht, das passt natürlich perfekt zu Froster. Ja, unser Blog hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile auch für unsere Verbraucher. Und zwar reden sie bei uns mit echten Froster-Mitarbeitern. Die sind teilweise auch sogar mit Foto da vertreten. Das heißt, man weiß auch direkt, mit wem man spricht. Unser Geschäftsführer schreibt mit. Also eigentlich unser ganzes Unternehmen ist eben dabei. Man redet nicht mit engagierten Leuten. Da sitzt jetzt nicht einer, der für unser Blog zuständig ist, sondern eben alle schreiben mit. Wir gewähren einen Blick hinter die Kulissen. Wir berichten beispielsweise vom Feld, von der Ernte, aus unserer Produktion. Oder unser Geschäftsführer schreibt aus Polen, weil er da gerade eine Reise hinmacht. Also es ist auch immer sehr aktuell. Und das Unternehmen verliert auch die Anonymität dadurch einfach. Die Informationen sind aus erster Hand, werden eben direkt von den einzelnen Leuten eingestellt. Und was ganz wichtig ist, man erfährt, was andere Verbraucher über Froster denken. Wir löschen nichts, wir korrigieren nichts. Es ist nicht so, dass jemand was schreibt und dann verschwindet das erstmal, wird von irgendwem korrigiert oder zumindest mal angeguckt und dann wird es erst online gestellt, sondern alles ist sofort online. Und damit hatten wir bisher auch noch keine negativen Erfahrungen, bis jetzt auch vielleicht mal ein paar Werbelinks, die dann gelöscht werden müssen, aber ansonsten geht das wunderbar, also kein Problem. Und was wichtig ist, die eigene Meinung kann dauerhaft auf Firmenseiten hinterlassen werden, das heißt, wir haben auch eine Historie, man kann die letzten Jahre angucken, man kann über Google auch sehr schnell jeden Blogbeitrag finden. Ja, wie gesagt, wir löschen nichts. Und für uns gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Vorteile, die sich auch im Laufe der Jahre rauskristallisiert haben. Wir wissen unglaublich schnell, was die Verbraucher denken, sei es über neue Aktionen von Froster, neue Produkte. Wir können sofort darauf reagieren. Wir haben auch die Möglichkeit, auf unserer Homepage kann man auch unsere Produkte bewerten, das kommt noch dazu. Das heißt, so schaffen wir uns einen wunderbaren Überblick darüber, ja, was die Verbraucher über uns denken. Unklarheiten können sofort ausgeräumt werden, gerade eben im Bereich Zusatzstoffe gibt es immer viele Fragen und auch im Lebensmittelbereich, da hat man ja auch immer wieder diverse Meldungen, die Kunden auch verunsichern und ist das bei Ihnen jetzt auch so und da kann man sich einfach direkt einschalten, direkt kommentieren und alle offenen Fragen sofort beantworten. Froster geht sehr offen mit Kritik um, wie gesagt, wir löschen nichts.
Und das erhöht einfach die Glaubwürdigkeit einer Marke. Wenn man Kritik auch stehen lässt, wenn man auch mal zugibt, dass man irgendwas noch nicht gut macht oder falsch gemacht hat oder sich eine für den Verbraucher vielleicht negative Situation im Moment nicht ändern lässt, hilft das einfach nur und erhöht einfach die Glaubwürdigkeit der ganzen Marke. Wir haben durch den Blog ein sehr, sehr gutes Google-Ranking. Und zwar ist es so, wenn wir eine Überschrift haben über einen Blogartikel, dann wird er in Google oder bei Google erscheint er immer sehr, sehr schnell auf der ersten Seite, wenn es ein relevantes Thema ist. Also beispielsweise für uns jetzt wäre das beispielsweise Fertiggerichte, da sind wir auf Seite 1. Oder was hatten wir dann noch? Hefeextrakt, ein Zusatzstoff, der immer viel diskutiert wird. Da gab es auch mal einen Blogartikel bei uns, auch auf Seite 1. Also man kann da auch wirklich gezielt steuern, dass man bei Google gut gefunden wird durch diese Blogartikelüberschriften. Und zum Thema Krisenmanagement, man kann natürlich im Blog auch sofort kommunizieren, wenn im Unternehmen irgendwas ist, was die Verbraucher betrifft, was schiefgelaufen ist, das hatten wir bisher noch nicht, aber auch beispielsweise auf kritische Meldungen reagieren. Wir hatten das mal, das ist jetzt nicht total kritisch, aber auf Stern.tv gab es mal einen Bericht, dass die Paella von Frosta eigentlich genauso gut ist wie so ein Handelsmarkenprodukt, weil da sind ja sowieso die gleichen Zutaten drin und dann kann man sich seine 2 Euro auch sparen. Und da haben wir sofort reagiert, weil es ist einfach nicht so. Und das haben wir dann auch gleich so kommentiert im Blog. Und so konnte man, wenn man nachher auf Stern.tv, wenn man nach Stern.tv Paella gesucht hat, beispielsweise hat man nicht nur den Stern.tv-Beitrag gefunden bei Google, sondern direkt auch unsere Reaktion darauf. Also kann man das immer sehr gut einsetzen. Trotz der vielen Vorteile stehen einige dem Blog noch sehr kritisch gegenüber. Deswegen meine rhetorische Frage, haben Sie Angst vor dem Blog? Ich werde jetzt mal versuchen, mit den gängigen Vorurteilen oder den gängigen Kommentaren, die wir sehr oft hören, einfach mal aufzuräumen. Und zwar heißt es oft, dass Kritik einer Marke schadet, insbesondere wenn sie auf den eigenen Seiten zu finden ist. Das sehen wir nicht so. Kritik sollte man als Marke auch annehmen, wie ich schon gesagt habe, um authentisch zu bleiben. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, wenn man den Kunden ein Forum bietet und eine Plattform bietet, dann kanalisiert man das ganze Feedback und kann sofort darauf reagieren, hat einen Überblick darüber und die Kunden wissen auch gleich, wo sie hin können und wo sie ihre Kritik loswerden können, weil das tun sie sowieso. Ich meine, dann tun sie es auf irgendeiner anderen Plattform, wir hören vielleicht nichts davon und irgendwo entwickelte sich eine Diskussion, die wir so gar nicht überblicken konnten. Deswegen, Kritik wird sowieso geäußert, lassen Sie es lieber auf Ihren eigenen Seiten stattfinden als irgendwo im Web. Ein Blog ist nicht zu kontrollieren, wird auch gerne gesagt. Natürlich ist ein Blog nicht zu kontrollieren in dem Sinne, wir können zwar bestimmen, was für Beiträge wir schreiben, wir können aber natürlich nicht bestimmen, wo die Diskussion hingeht. Und das ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht bisher. Es gab keine Kommentare oder keine Diskussionen, die irgendwie ausuferten oder ähnliches. Wir können nicht verhindern, dass vielleicht ein Mitarbeiter was schreibt, was intern ist, was eigentlich nicht ins Blog gehört oder dass Kunden Dinge schreiben, die nicht stimmen oder sehr negativ für uns sind. Aber das macht auch nichts. Wenn man als Unternehmen eigentlich nichts zu verbergen hat, dann ist das kein Problem, da braucht man nicht die völlige Kontrolle über so einen Blog. Ein Blog macht viel Arbeit, die Erfahrung haben wir nicht gemacht. Wir sind 42 feste Blogautoren, die sich abwechseln und wir haben keinen Plan, dann und dann schreibt der und der über das und das Thema, sondern eigentlich sollte es so wirklich spontan sein. Jeder schreibt, wenn er Lust hat, wenn er was erlebt hat, wenn er bestimmte Ideen hat. Und das sollte eigentlich auch so innerhalb von einer halben Stunde fertiggestellt sein. Es soll keiner da sitzen und sich 3 Stunden Gedanken über einen Blogartikel machen, sondern es soll spontan kommen. Natürlich ist da vielleicht auch mal ein Schreibfehler drin, aber das ist nicht schlimm. Das ist eben authentisch dann. Ein Blog ist nur zu Beginn frequentiert. Das glauben wir nicht, beziehungsweise wenn man interessante Inhalte hat, dann man hat am Anfang natürlich die Neugierigen, aber später bei interessanten Inhalten natürlich auch regelmäßige Leser, die immer wieder kommen. Aber man muss natürlich einen Mehrwert bieten. Und wenn man nur Banales schreibt, dann wandern einem die Blogleser natürlich auch irgendwann ab.
jetzt nochmal, es gibt natürlich keine Anleitung für ein funktionierendes Blog, aber ich habe da mal ein paar Punkte zusammengestellt. Und zwar sollten die Mitarbeiter natürlich selbst schreiben, wie schon gesagt, keine Agentur einstellen oder jemanden, der nur im Blog schreibt und sonst nichts macht, sondern die Mitarbeiter sollten selber schreiben, ohne Kontrolle. Das soll nicht zuerst in die Chefetage gehen und abgenickt werden, sondern die sollen einfach von sich aus so schreiben können, wie sie das möchten. Natürlich gibt es Blog-Regeln, die haben wir auch. Also beispielsweise, dass man in der Ich-Form schreibt, dass man nicht im Namen der Firma schreibt, sondern klar macht, das ist meine persönliche Meinung. Und natürlich sollte man auch nicht negativ über andere Marken sprechen und so. Das sind so ein paar Regeln, die man hat. Aber grundsätzlich sind die Mitarbeiter da sehr frei oder sollten auch sehr frei sein. Es darf nicht gelöscht werden, ganz absolut tabu im Blog. Wenn Sie merken, Sie haben irgendwas geschrieben, was einfach nicht stimmt, Sie haben sich geirrt, streichen Sie das durch, machen Sie das kenntlich und schreiben Sie dahinter dann, was Sie meinten, damit jeder sieht, was da vorher stand. Sonst kommt es gar nicht gut. Wir hätten früher, vor Einführung des Reinheitsgebots, wahrscheinlich keinen Blog gemacht, weil es gibt auf bestimmte Fragen einfach keine gute Antwort. Beispielsweise, wieso ist in Ihrer Paella eigentlich Aroma? Reichen Ihre Zutaten nicht aus? Schmecken die nicht gut genug? Brauchen Sie das unbedingt? Da gibt es keine gute Antwort drauf. Und deswegen sind wir der Meinung, dass die Mitarbeiter, wenn die hundertprozentig hinter den Produkten stehen, wenn das gute Produkte sind, wenn die Firma nichts mehr zu verbergen hat, dass dann auch die Zeit gekommen ist, dass man so einen Blog schreiben kann. Weil dann gibt es keine unangenehmen Fragen und man kann auf alles antworten. Kritik sollte zugelassen werden, wie auch schon vorher gesagt, und genutzt werden, nicht negativ gesehen werden. Und das war es auch schon. Nein, das war es nicht. War es das jetzt? Wir sind schon der Meinung, also man sollte nicht überall mitmachen wollen, nach dem Motto, also im Bereich Social Media wird es immer mehr geben und man kann als Unternehmen natürlich sagen, wir machen überall mit und sind überall dabei, aber relevante Inhalte, relevanten Content für alle Kanäle zu erstellen, ist extrem schwierig und bevor man da irgendwie eine Seite hat, wo nichts passiert, wo sich die Leute langweilen, sollte man sich lieber beschränken. Aber wir wollen uns natürlich nicht auf unserem Blog ausruhen und bleiben am Ball im Bereich Social Media. Wie schon gesagt wurde, wir haben seit 2009 einen Account auf Twitter, aber da muss ich schon sagen, da haben wir auch unsere Probleme, relevante Inhalte zu twittern. Momentan twittern wir das, was in unserem Blog steht und das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Also da müssen auch wir das Ganze nochmal überdenken, haben aber schon über 500 Follower. Deswegen, also das ist noch so ein Projekt, unser Twitter-Account. Und seit Anfang 2010 haben wir die Fanpage auf Facebook, da haben wir auch über 600 Fans jetzt schon. Und das ist nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Da ist nochmal die Hürde, dort mitzumachen als Kunde, wesentlich niedriger, weil man muss nur auf Gefällt mir klicken, um beispielsweise seine Zustimmung zu zeigen. Da machen alle viel, viel eher mit. Im Blog muss man natürlich Kommentar schreiben, ist ein bisschen aufwendiger. Und Facebook ist auch eine super Plattform, einfach für Multiplikatoren. Man kann, wenn jemand sagt, es gefällt mir, dann sehen das alle Freunde von dem. Und so kommen auch, je mehr Fans mehr wir haben, desto schneller geht es auch, dass die Fangemeinde größer wird, weil sich das einfach verbreitet durch diese Effekte bei Facebook. Und noch das Fazit. Wie schon gesagt, die Diskussionen über Ihr Unternehmen, über Ihre Marke, die finden auf jeden Fall statt, ob Sie es wollen oder nicht. Deswegen schaffen Sie eigene Plattformen, wie zum Beispiel Blogs, Fanpages, was auch immer zu Ihrem Unternehmen passt. Und nur dann können Sie nämlich den Überblick behalten und gleich reagieren. Und man sollte als Unternehmen dem Web 2.0 auch wirklich offen gegenüberstehen und offen kommunizieren, Kritik zulassen, denn nur so bleibt man auch als Unternehmen nachhaltig glaubwürdig. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, Frau Preußen. Ich glaube, da haben wir jetzt so ein bisschen was auch schon mitgekriegt darüber, welche ganz verschiedenen Zielsetzungen eine Social-Media-Aktivität haben kann, nämlich durchaus auch Side-Effekte wie ein Google-Ranking, in Ihrem Fall natürlich ganz besonders die Kommunikation mit dem Kunden und die Glaubwürdigkeit, aber eben auch ein Korrekturfaktor, wenn man einen Sternbericht korrigieren will.
und das Ganze als Kundenbindungsinstrument zu nutzen. Ich denke, das ist, kann man vielleicht anschließend noch ein bisschen darüber sprechen, wie Sie das messen, wie Sie da Ihren eigenen Erfolg messen und welche anderen Strategien es noch gibt, gerade in Bezug auch auf andere Kanäle, ob man die alle aus einer Hand bedienen kann oder nicht. Und Sie haben auch schon etwas angesprochen, was uns sofort zu unserem nächsten Vortrag überleitet, nämlich Kritik in Social Media und wie gehe ich damit um. Frau Claudia Sommer ist von Greenpeace, muss man nichts dazu sagen. Greenpeace macht sich selber in der Öffentlichkeit seit 1970 hinreichend bekannt. Und Sie sind... Hallo, hallo. Ist das laut genug so? Ja, ich glaube schon. Okay. Ja. Sie sind Webmanagerin, haben dort in diesem Jahr eine sehr erfolgreiche Kampagne mit KitKat gestartet. Und ich denke, wir haben da zwei Ebenen in Ihrem Vortrag, von denen wir lernen können. Nämlich das eine ist, wie macht man eine erfolgreiche Kampagne mit einem ganz konkreten Ziel? Ja. Aber das zweite ist auch, wie geht eigentlich jemand, der eine Marke benutzen will, um seine Kritik dort zu äußern, vor? Und wie berechtigt ist die Angst vor dieser Öffentlichkeit in Social Media? Okay. Frau Sommer. Also eine Präsentation habe ich heute nicht mitgebracht. Es gibt eine Präsentation, wer sie angucken möchte. Da gibt es auch viele Zahlen, Fakten und so weiter. Einfach Greenpeace Nestle Slideshare bei Google eingeben. Da kommt, glaube ich, schon an Position 1 dann die Präsentation. Weil Social Media ist für mich und auch für Greenpeace in allererster Linie erstmal Dialog. Und deshalb möchte ich auch gleich eine Frage stellen. Wer kennt hier überhaupt die Greenpeace KitKat-Kampagne? Einfach mal bitte Daumen hoch machen. Ja, doch nicht jeder. Dann werde ich wohl wahrscheinlich etwas Wagemutiges tun müssen. Ich versuche mal ins Internet zu gehen, damit wir uns vielleicht auch noch mal einen Film angucken können. Ich habe mir sagen lassen, es funktioniert, aber ich traue dem Braten nicht immer. Richtig geschrieben? Nein, da fehlt ein Punkt. Okay. Weil ich vermute, nicht jeder kennt dann auch das YouTube-Video, was wir im Internet lanciert haben. Wir werden uns das gleich mal angucken. Aber ich werde vorher noch mal ein paar Takte dazu sagen, dann kann das schon mal laden. Also wir haben... ich fange noch mal 3 Jahre vorher an. Seit 3 Jahren versucht Greenpeace, das Problem Palmöl in Indonesien in den Griff zu kriegen. 3 Jahre haben wir sehr viele Gespräche geführt mit allen relevanten Marktteilnehmern. Das ist nicht nur Nestle, das ist natürlich auch Unilever, das ist auch eine Firma wie Mars. Da spricht man auch sehr viel mit Politikern, weil zum Beispiel in Deutschland ist es vorgeschrieben per Gesetz, dass Palmöl in Biodiesel mit beigemischt werden muss zu einem gewissen prozentualen Anteil. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Skandal. Und naja, die großen Lebensmittelkonzerne haben da eine sehr, sehr große entscheidende Rolle bei der Problematik des Palmöls, weil sie mit der Hauptabnehmer vom Palmöl sind. Palmöl wird in Plantagen angebaut, hauptsächlich in Indonesien. Und prinzipiell ist ja da erstmal nichts Schlimmes dran. Das ist ein nachwachsender Rohstoff. Aber in Indonesien werden ziemlich viele Regenwaldflächen dafür einfach abgerodet per Brandrodung. Da wird Lebensraum für Orang-Utans zerstört. Und in Indonesien kommt noch eine ganz besondere Problematik hinzu. Dieser Regenwald wächst auf sogenannten Torfboden und Torfboden bindet halt CO2 in großem Maße, ungefähr 10-fache wie ein normaler Boden. Und wenn das abgerodet wird, dann wird halt unglaublich viel CO2 freigesetzt. Indonesien ist kein großes Land, aber Indonesien ist halt der drittgrößte CO2-Emittent auf der Welt, direkt nach den USA und China, glaube ich. Also war es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir in Indonesien dafür sorgen, dass das aufhört. Also wir haben mit Unilever gesprochen, auch mit Mars gesprochen, dass sie aufhören, diese Rohstoffe dort einzukaufen. Diese Gespräche sind erfolgreich verlaufen. Ich glaube, sie waren in 2007, haben sie angefangen, und 2009 haben entsprechende Konzerne ihr Supply Chain geändert und die Lieferkette einfach bereinigt. Nestle hat sich dieser Verantwortung erstmal nicht so angenommen, so nach dem Motto, na ja, das sind ja nicht unsere Firmen, die dieses Unrecht dort tun. Und wollte die Verantwortung nicht mit übernehmen. Wir finden aber, der größte Lebensmittelkonzern der Welt hat da eine Verantwortung, die er wahrnehmen muss.
Und aus diesem Grund, weil die Gespräche halt nicht gefruchtet sind, hat Greenpeace sich entschlossen, international damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben das natürlich auf dem klassischen Wege gemacht. Wir haben eine Presseerklärung rausgegeben. Das Ganze lief auch ganz gut. Und wir haben dazu ein Video produziert, was die Problematik halt verdeutlicht. Nestle verwendet nämlich auch Palmöl in dem Premium-Produkt, sozusagen KitKat. KitKat ist, glaube ich, der bekannteste Schokoriegel der Welt. Und wir haben einfach mal einen Werbespot von Ihnen passend hier. Wie ich schon sagte, Orang-Utans haben dort keine Lebensgrundlage mehr. Das war natürlich die eine Säule unserer Online-Kampagne gegen Nestle, dieses Video zu platzieren. Das ist weltweit platziert worden, auch auf Englisch. Und dieses Video hat kumuliert mittlerweile, glaube ich, mehr als 1,5 Millionen Views. Also schon auch eine recht relevante Reichweite. Das ist jetzt die deutsche Version, die hat halt mittlerweile knapp 100.000, also Kopien jetzt nicht mitgerechnet, etc. pp. Was hat Nestle gemacht, was viele Konzerne auch vielleicht tun würden, und sie sind auch nicht die Ersten, die diesen Fehler begangen haben, ist halt, sie haben Urheberrechte geltend gemacht bei YouTube, und YouTube ist dem Ganzen auch nachgekommen und hat das Video rausgenommen. Wir haben daraufhin dieses Video zum Download angeboten und haben die User gebeten, uns doch zu helfen, dieses Video wieder online zu stellen, nicht nur auf YouTube, es gibt ja auch noch andere Videoplattformen wie Vimeo etc. Und wie das oft so im Netz ist, das ist ja so dieser Zensureffekt, wir hatten das, glaube ich, auch schon bei Jack Wolfskin und ähnlichen, Sachen, die Leute finden es einfach nicht gut, wenn man ihnen vorschreibt, was sie sehen dürfen und was sie nicht sehen dürfen. Das hatte zur Folge, dass dieses Video innerhalb von 48 Stunden natürlich im Internet explodiert ist, was die Views angeht. Wir haben aber noch etwas anderes gemacht. Damit hätte man vielleicht noch rechnen können. Wir sind ganz gezielt auf Facebook gegangen und haben halt geguckt, gibt es eine KitKat-Fanseite, hat Nestle eine Fanseite, wie werden die Produkte überhaupt auf Facebook besprochen? Und wir haben natürlich die Information, dass es da in Indonesien ein großes Problem gibt, wo Nestle etwas ändern kann, auch dorthin platziert, weil jeder von uns isst irgendwann mal einen Schokoriegel, ich auch, also es ist ja was vollkommen Normales. Und wir sind einfach davon ausgegangen, dass die Leute entsetzt sind, wenn sie merken, dass so ein Schokoriegel so große Probleme am anderen Ende der Welt auslösen kann. Und wir sind also dahin gegangen und haben KitKat-Fans gesagt, was mit diesem Produkt nicht in Ordnung ist, und auch haben sie aufgefordert, dass sie aktiv Nestle ansprechen, dass sie doch bitte sehen, dass aus dem KitKat-Riegel dieser Palmölstoff rausgenommen wird. Ich weiß gar nicht, ich schätze, also wir haben mitgetrackt, 250.000 E-Mails sind bei Nestle alleine von den Verbrauchern an E-Mails dort eingegangen. Wenn jetzt ein Verbraucher bei die Nestle-Seite zum Beispiel eine E-Mail geschrieben hat, dann können wir das natürlich nicht mehr tracken, wie viele Leute das sind, aber ich glaube, mehrere hunderttausend E-Mails sind bei Nestle zu diesem Thema aufgelaufen. Nestle war dann sehr, sehr clever und hat relativ schnell wieder zum Gesprächstisch zurückgefunden. Es gibt andere Unternehmen, die streiten sich gerne auch Jahre mit uns. Nestle, wie gesagt, war hier etwas cleverer und hat auch auf seine Verbraucher gehört. Also hat diese Kritik durchaus sehr gut wahrgenommen, vielleicht einen Tick zu spät. Und es hat mittlerweile halt dazu geführt, dass Nestle einen Aktionsplan vorgelegt hat, der auch überprüfbar ist. Und den wir auch als Greenpeace überprüfen. Und zwar hat Nestle gesagt, okay, mit Lieferanten, die uns nicht, also die nicht garantieren, dass dort keine dubiosen Rohstoffe sozusagen verwendet werden, die aus illegalen Brandrodungen stammen oder ähnlichem,
Wenn Sie das nicht garantieren, dass das korrekt ist, was Sie uns liefern, dann fliegen Sie bei uns aus der Lieferkette raus. Sie werden ausgelistet. Und Lieferanten in dem Marktsegment können sich das nicht erlauben, vom größten Konzern ausgelistet zu werden. Das ist einfach sehr ruinös fürs Business dann. Ja, und das Besondere an dieser Kampagne ist, wir haben ja auch gestern ganz, ganz oft gehört, wir haben so die klassischen Medien, da wird immer viel über Reichweite gesprochen und dann gibt es halt irgendwo die Onliner, die haben ja eigentlich nicht so die Relevanz, weil wir haben ja kleine Reichweiten. Jetzt könnte man sagen, naja, knapp 100.000 Views, das ist ja keine Reichweite. Der Punkt ist aber, diese, ich nenne sie immer gerne Mikroöffentlichkeiten, können sich temporär zu einem Thema, zu einer Makroöffentlichkeit zusammenschließen. Und genau das ist nämlich bei der Nestle-Kampagne passiert. Die Menschen haben sich auf Twitter, auf YouTube, auf Facebook zusammengeschlossen, nur um dieses Thema rum. Die werden heute überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwelche Leute miteinander zum Beispiel auf Facebook Freundschaften geschlossen haben. Aber dieses Thema hat sie für ein Momentum zusammengebracht und in diesem Momentum haben sie uns unterstützt. Und ja, das Bemerkenswerte ist halt, dass Nestle zurück an den Verhandlungstisch gefunden hat, bevor das Thema in die klassischen Medien gesprungen ist. Eigentlich ist es so, das Web ist immer so ein vormedialer Raum und der Erfolg stellt sich dann ein, wenn man so diesen Tipping Point hat und dann in die klassischen Medien kommt. Und das ist es, was diese Kampagne besonders macht und auch neu für Greenpeace war, dass man so schnell so eine Reichweite online erzielen kann. Also wir sprechen da über wenige Tage. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich glaube, dass die Kampagne lief 3 Wochen. Das ist nicht sehr lang. Also im Regelfall, so eine Greenpeace-Kampagne überstreckt sich über Monate meistens. Also Sie sehen das auch gerade zum Beispiel aktuell in der Atomdiskussion. Da sind wir seit Monaten auch in der Berichterstattung mit drin, aber sind wir weit entfernt davon, so eine Kampagne zu gewinnen. Ja, und deshalb verstehe ich manchmal dieses Gegeneinander hier auf diesem Kongress auch nicht, weil der Mix aus Online und den klassischen Medien ergibt halt ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und wir werden jetzt auch nicht jede Kampagne, die wir machen, zu einer Social-Media-Kampagne machen. Es kommt halt immer darauf an, was ist die Zielsetzung, wen muss ich überhaupt mit einer Kampagne erreichen. Da kann Online, Social-Media ein richtiger Weg sein. Es kann aber auch genauso gut sein, dass man mit einer klassischen Plakatkampagne besser fährt, dass man sehen muss, dass man in eine politische Berichterstattung mit reinkommt mit seinen Statements. Ganz klassische PR sozusagen. Wir behaupten immer, wir machen ja keine PR. Aber natürlich versuchen wir auch in Berichterstattung mit reinzukommen. Ja, das war's. Vielleicht an der Stelle gleich 1 oder 2 Nachfragen noch. Und zwar zum einen würde mich interessieren, waren Sie von Anfang an überzeugt, mit dem Kanal Facebook den richtigen Kanal zu erwischen? Oder gab es irgendwann Sie haben ein Video online gestellt, Sie haben Facebook gemacht. Wussten Sie von vornherein, Facebook wird die Firma unter Druck setzen? Oder war das für Sie erstmal auch ein Experiment? Nein, am Anfang haben wir natürlich erstmal mit dem Video auf YouTube spekuliert und da waren auch diverse Landingpages dann mit dazu geschaltet in diversen Länderbüros, um dann halt auch diese Protest-E-Mails zu Nestle zu schicken. Und wir haben aber dann am Anfang der Kampagne, als sie gestartet wurde, nochmal geguckt, was ist da überhaupt bei Facebook los, weil irgendjemand kam, dann können wir nicht auch irgendetwas auf Facebook mal machen. Und dann haben wir halt uns hingesetzt und mal geguckt, wie präsent ist eigentlich das Produkt KitKat bei Facebook, wie präsent ist Nestle auf Facebook. Und natürlich ist es höchst interessant, ich glaube, die englische KitKat-Gruppe hatte 700.000 User oder irgendetwas, also Fans. Und natürlich ist es für uns hochinteressant, direkt mit 700.000 Fans von diesem Produkt in Kommunikation zu treten. Wie hat denn Nestle reagiert, als Sie da auf Facebook gepostet haben? Ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel die KitKat, die deutsche KitKat-Fanseite, die sind da relativ souverän noch mit umgegangen. Aber das war ja auch schon in der Berichterstattung, zum Beispiel in Nestle UK, da war man, glaube ich, etwas überfordert mit dem, was da an Kritik kam. Also Unterschied. Die ist natürlich auch schwer. Das ist ein globaler Konzern. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da arbeiten. 100.000, 150.000. Und wenn Sie es mit Greenpeace zu tun haben in einer internationalen Kampagne, dann sind Sie halt auch beschäftigt. Und das ist, glaube ich, normal, dass es immer Menschen gibt, die auch dann Fehler machen können. Ich möchte das für uns auch nicht ausschließen, wenn wir unter Druck geraten, dass da wirklich niemand einen Fehler macht in der Kommunikation.
Also natürlich versuchen wir, dass das nicht so ist, aber letztendlich so am Ende des Tages, ob dann jeder die Ruhe bewahrt und da nicht irgendeinen Tweet raushaut, der jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich ist, könnte ich jetzt auch nicht garantieren. Ich glaube, es ist menschlich einfach. Den Punkt, den müssen wir uns dann nachher nochmal genauer angucken. Wie hätte Nestle besser reagieren können? Was war vielleicht der Kardinalfehler? Wie hätten Sie reagiert vielleicht? Ich will aber nicht jetzt schon in die Diskussion abgleiten, sondern wir haben der Herr Hoffmeister für uns, alle stellen erstmal nochmal ausführlich vor. Herr Hoffmeister ist ein, ich glaube, digitaler Content-Spezialist, so kann man sagen. Sie haben angefangen bei E-Plus, haben dort die Portalwelt mit aufgebaut, sind dann gegangen zu Axel Springer als Business Development Management und sind seit 2006 selbstständig mit Bulletproof Media, beschreiben sich selbst als ein Innovation Media Lab, wenn ich das richtig gelesen habe, und helfen Medien in der digitalen Welt sich zurechtzufinden und haben da auch, glaube ich, eine ganz interessante Untersuchung gemacht, wie sich denn Medienmarken in Social Media bewegen. Das wird sich jetzt auch mal bitte. Ja, danke. Das wird sich zeigen, ob die so interessant war. Erstmal herzlichen Dank. Ich möchte zu Beginn, also meine Präsentation, ich hoffe, ich finde die jetzt, dank des YouTube-Videos, möchte zu. Das wäre sehr, sehr nett. Das wäre toll. Danke. Zu Beginn möchte ich ein kleines Experiment machen. Ich stelle mir gerade mal vor, dieser Raum ist Facebook. Das ist meine Fanpage, die ich habe. Und Sie sind potenzielle Kunden von mir. Ich möchte zwei Sachen tun, was man in Social Media macht. Man versucht, sich zu verbreiten. Das mache ich jetzt gerade eh schon. Aber man versucht auch ein bisschen eine Emotion zu bringen. Deswegen möchte ich meine erste Emotion nutzen und mich ganz herzlich bei den Medientagen bedanken, weil Frau Kissler ist gerade da, für die Einladung und die exzellente Organisation. Vielen Dank. Das zweite Experiment ist, wer möchte mit mir befreundet sein? Das ist relativ überschaubar. Darf ich mal fragen, wer möchte mit Ibrahim befreundet sein? Oder ist er schon da? Ja, er ist die deutlich bessere Marke als ich. Und schauen wir mal, das kleine Experiment besteht darin, versuchen Sie doch mal, wenn es geht, sich selber zu überlegen, und das dürfen Sie nachher auch gerne tun, vor der Diskussion, wenn ich so. Wer möchte danach mit mir befreundet sein? Und dann schaue ich mal, ob ich mehr Likes oder Dislikes habe. Sie können auch disliken. Medien in sozialen Medien. Ich muss auf die Uhr schauen. Ich bin etwas durch die schönen Vorträge etwas nach hinten gerutscht und möchte Ihnen nicht die Zeit im Social-Media-Bereich diskutiert man und postet, möchte ich Ihnen nicht die kostbare Zeit nutzen. Eine Frage, die jetzt nichts mit Facebook und Social Media zu tun hat, wer ist denn von Medienunternehmen hier anwesend und wer eher so von den klassischen Markenartiklern? Das wäre sehr nett, wenn Sie vielleicht mal Medienunternehmen kurz aufzeigen würden. Das freut mich sehr. Das ist schon mal sehr gutes Targeting sozusagen bei Facebook. Was haben wir untersucht? Klassische Medienmarken im Umfeld von Social Media und deren Werbekunden. Hat uns einfach mal interessiert, der Gedanke war relativ einfach, zu sagen, wenn man so viel im B2C machen kann, es geht nicht um Werbekampagnen mit Ads, sondern wenn ihr so viel kostenlos im B2C-Bereich machen könnt, Ibrahim und Sie alle haben ja eine ganze Menge an Möglichkeiten vorgestellt, dann müsste es einen ganz klaren Effekt geben. Ich brauche keine Werbung mehr. Das ist eigentlich so ganz platt und ganz in meinem jugendlichen Wahn gedacht, so müsste es passieren. Die Erkenntnis, die wir dann gemacht haben, das funktioniert super, ich erzähle Ihnen eine kleine Bildergeschichte, dann erspare ich Ihnen die ganzen Charts. Wenn Sie die Charts übrigens sehen wollen, gerne entweder Visitenkarte danach, hier sind ein paar Handouts, oder online bestellen, ist kostenlos. Ja, am Anfang war ich sehr euphorisch, habe gesagt, Medien in sozialen Medien, jetzt geht's los. Und das Bild trifft es nicht ganz, es darf kein Wald sein, es darf der nicht gerodete Dschungel der Orang-Utans, hätte da besser gepasst. Und muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist ein Horrorthema. Social Media wirklich aktiv, zielgerichtet, strategisch zu nutzen, ist extrem schwierig. Deswegen steht mal das Bild Thema Medien in sozialen Medien. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und es ist eher ein Urwald als dieser lichte Wald unserer deutschen Landen. Ich bin sehr großer Freund der Luhmannschen Systemtheorie. Wer die kennt, heißt Systeme sagen, sie nutzen Reduktion der Komplexität. Was mir selber aufgefallen ist und uns allen, die wir die Studie mit unterstützt haben, es ist kognitiv überfordernd. Interessanterweise sagt man, digitale Medien helfen, das kognitive Gedächtnis zu erweitern.
So klassischerweise, ich habe gleich 40 Freunde, vielleicht werden es heute ein paar mehr, aber gut, bei Facebook in der realen Welt, mit dem man wirklich interagiert, ist es ja weniger. Deswegen sagt man klassischerweise, digitale Medien helfen, kognitiv zu erweitern. Ich sage, das hat mich kognitiv völlig überfordert. Was tut man, wenn man kognitiv überfordert ist? Man reduziert die Komplexität und das Ergebnis ist, man nutzt weniger Social Networks. Du hast sehr viele vorgestellt, sie haben sehr viele Aktionen vorgestellt, die möglich sind. Was machen aber klassischerweise Medienmarken und Markenartikler? Sie reduzieren ihre Komplexität und nutzen alle Facebook oder YouTube. Punkt. So, gibt aber wesentlich mehr. Das zeige ich mal an zwei, jetzt doch Charts oder zwei Grafiken. Der obere Balken, der graue, heißt, ist etwas ein soziales Netzwerk? Der grüne untere Balken ist, kennen Sie das? Und jetzt das Thema kognitive Überforderung. Hier ist ja auch Ibrahim Gründer von Sevenload, Sie nutzen YouTube. War unsere Fragestellung, was ist ein soziales Netzwerk? Und TV-Teilnehmer in der Umfrage haben gesagt, weder Clipfish, Sevenload noch YouTube ist in der Mehrheit ein soziales Netzwerk. Alle anderen Medienteilnehmer haben gesagt, YouTube ist eins in der Mehrheit, alle anderen nicht. Jetzt könnte ich Ibrahim fragen, ist Sevenload tendenziell Social Network? Klar, alles wo Menschen zusammen agieren, Social Network. Und das zeigt einfach, ohne das werten zu wollen, diese ganz große Komplexität für sich selber auch erstmal zu finden und zu sagen, ist es überhaupt Social Network und wofür brauche ich es vor allem? Der zweite Aspekt, was Sie in der Reduktion der Komplexität sehen, ist die Reduktion auf Facebook und klassischerweise Medienmarken lieben Twitter. Ganz besonders regionale Tageszeitungen, die twittern, was das Zeug hält. Und das ist so ein Phänomen, genau diese zu nehmen. Und bei den anderen wird es dann schon sehr selektiv. Bei YouTube muss man ganz ehrlicherweise sagen, das ist genau den Effekt, den Sie ja gerade vorgestellt haben. Die Zuordnung zu YouTube generell, einer Marke zu einem Netzwerk, ist fast unmöglich. Also wenn Sie sehen, es gibt, glaube ich, Nutella hat 100 Fanpages, da weiß ich gar nicht mehr, was ist denn das Unternehmen-Fanpage und genau den Aspekt nutzen Sie in der gegenwärtigen Kommunikation und sagen, wenn ich es nicht dort posten kann, verbreite ich es. Das ist relativ schwierig, das nachzuziehen. Medien grundsätzlich zu 74% schon aktiv mit B2C-Aktivitäten. Medienmarken, die wir jetzt, Markenartikler in der Stichprobe, die wir gezogen hatten, 171, waren es knapp 50%. Das nächste Bild ist uns so eingefallen, als wir das dann analysiert haben. Medienmarken nutzen so ein bisschen das, wie die früheren Wanderer oder heutigen Wanderer noch, so ein bisschen an dem Filzhut, diese, wo war ich überall wandern? Und Medienmarken neigen da sehr stark dazu, zu sagen, ich bin wahnsinnig innovativ. Social Media ist innovativ. Web 2.0 ist auch innovativ. Wahrscheinlich vielleicht sogar noch dasselbe. Also rein da und sammeln, sammeln, sammeln. Also eigentlich müsste Panini bei den Medienmarken einen großen Zulauf haben. Ein digitales Panini, dann würde das auch ein bisschen hübscher ausschauen. Wie äußert sich das? Medienmarken sammeln die Plattformen und sind sehr schnell im Markteintritt. Man sieht das, es ist gerade noch so in der Diskussion, ist das nicht. Facebook gibt es jetzt, glaube ich, so in dieser Intensität auch noch nicht so lange, aber zack, wir müssen rein. Und Medien sind auf vielen Plattformen aktiv. Wir haben ja in unserer Marktanalyse nur 5 genommen. In der Umfrage kamen dann noch deutlich mehr raus. Wir haben Xing übrigens bewusst rausgelassen, weil es tatsächlich schon so in der Wahrnehmung eher ein Recruitment-Thema ist. Ich will mal die Problematik gleich zeigen. Medien, wenn Sie Social Networks nutzen, nutzen Sie 2 oder 3 Plattformen. Markenartikler, 1, maximal 2 von diesen Plattformen. Und ist jemand von Bravo heute da? Dann kann ich sagen. Wir zeigen Ihnen mal, was bei Bravo passiert ist. Bravo hat 2 Auftritte in MySpace. MySpace hat überhaupt keine Relevanz mehr. MySpace, 10% sagen, nutzen noch. Wenn wir fragen, wird MySpace eine höhere Relevanz in Zukunft haben, sagen 70% nein, MySpace wird an Relevanz verlieren. Wenn man da mal reinschaut, findet man 2 Bravo-Auftritte. Mit Bravo Magazin und mit Bravo.de.
Das ist, zweimal steht da drauf, offizielle Page. Und die schaut auch recht offiziell aus. Ich weiß es aber noch mal gar nicht. Deswegen hätte es mich interessiert, wenn jemand von Bravo da ist. Es gibt aber da noch mehr, weitere Medienmarken. Gerade MySpace ist so der Friedhof der Kuscheltiere, hätte ich fast gesagt. Eher der Friedhof der Medienmarken. Da können Sie ganz interessante alte Auftritte sehen. Das ist fast ein Medienarchiv schon bei manchen. Und da sehen Sie auch dieses Cover von der Bravo. Wir haben es jetzt wirklich sehr lange beobachtet, weil ich mir am Anfang nicht sicher war. Das ist ein sehr kurzfristiger Screenshot. Sie sehen Michael Jackson. Das war jetzt kein Revival Bravo zum einjährigen Todestag, der ja im Juli war. Und selbst dann wäre es noch relativ spät. Sondern es war tatsächlich noch von 2009. Und das Lustige ist, warum MySpace ganz gut funktioniert, weil sich da ganz viele Fans drunter dranhängen und in den ganzen Postings machen, weil man vielleicht da noch Bravo findet. Also insofern ein hochkomplexes Thema, was schwierig ist. Aufgabe ist natürlich auch immer so ein bisschen schon zu schauen, gibt es so eine Blaupause? Macht der eine das so, macht der andere das so? Es gibt zwei Bilder. Ein Bild repräsentiert die Medienmarken, ein Bild die Markenartikler, die werbetreibenden Wirtschaft. Jetzt frage ich mal, welches Bild steht für wen? Wissen Sie das? Links? Links Medienmarken, ja oder nein? Rechts Markenartikler, ja oder nein? Ich sehe da Nicken, ich sage jetzt mal, wurde gut erkannt. Medien schicken ihre Leute, ihre User, ihre Fans rein in die Social Networks, rein mit euch. Bitte nicht bei uns, schon auf der Startseite 70% sagen hier, wir sind bei Facebook, wir sind bei StudiVZ, wir sind bei Twitter, folgt uns da, postet da, macht da was. Und sagen, wir müssen dort auch unbedingt Kundenbindung betreiben. Das ist natürlich schon toll, gerade wenn man mal kritisch sein will, dann kann man das da machen und dann wird es auch relativ schwierig, das nachzuvollziehen. Markenartikler sind da, nutzen das eher wie, ja, wie ein Zulauf von Wasser in die Wanne, um die eigene Wanne zu füllen. Wir haben das mal so ein bisschen intern verglichen. Es entsteht gerade ein System, das es eigentlich so nicht geben müsste aus unserer Sicht. Und das System sagt Folgendes. Das System sagt, es gibt einen Wasserkreislauf und die Medien schicken die Leute hin, Facebook und andere Social Networks, Sie sehen, ich reduziere die Komplexität, bereiten die auf und andere nutzen sie. Das ist gerade ein System, das aber die Medienmarken erschaffen. Jetzt werden Facebook und andere sofort sagen, ja, ich weiß, die kommen trotzdem auf Facebook, das ist richtig. Weil Facebook ist ein tolles Produkt, ein tolles Tool, aber keiner zwingt die Medienmarken momentan, ein System zu etablieren und zu sagen, so muss man das machen. Und wenn man es nicht so macht, dann hat man verloren. Und das war jetzt zwar ein schönes Einführungsbild, jetzt muss ich mich ein bisschen revidieren selber und sagen, wenn man dann näher hinschaut, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, klassisch ist ja Top-Down, wir machen gerne Bottom-Up-Beratung. Wenn Sie dann mal reingehen, dann sehen Sie, die, die verweisen und die, die nicht verweisen, macht jeder, wie er will. Das ist die Wahrheit. Wobei kumuliert natürlich die Medien stärker dazu neigen. Und ganz ehrlich, je älter sich die Medien fühlen, umso stärker verweisen sie. Also bei regionalen Tageszeitungen ist uns aufgefallen, da wird sofort verwiesen, man braucht eine junge Zielgruppe, so unsere Wahrnehmung. Und wenn wir die nicht haben, dann sterben wir, also wird uns Facebook retten. Meine Empfehlung ist, muss nicht so sein. Es ist erstmal etwas, was Sie ja schon definieren können. Gehen wir zu der Umfrage der Teilnehmer. Dann ist Social Media im Wesentlichen ein blühendes Feld der Social Media Flowers. Und in Mehrheit sagen alle, es hilft uns bei der Gesamtzielerreichung unserer Medienmarke. Wir spüren noch keine Effekte. Viele spüren sogar positive Effekte. Und wir nutzen das auch strategisch und vor allem, wir machen es, und das ist immer so bei fast allen Studien und Marktanalysen, die wir machen, sagen Medien, Teilnehmer, wir machen es mit den vorhandenen Kapazitäten und das reicht. Heißt auch, 90%, glaube ich, fast aller Medien nutzen auch Fanpage bei Facebook. Eine App ist da eher selten. Wenn Sie mal sehen, diese Bex-App zum Beispiel, die finde ich toll. Die wird aber Apps und Medien, das ist eher die Seltenheit, weil Medien Standardangebote nutzen. Ich zeige Ihnen nur mal den einzigen kritischen Punkt. Das hatte ich Ihnen jetzt gerade erzählt. Und wir haben dann aber noch eine Frage gestellt, welchen Einfluss wird Social Media auf Ihre Werbeerlöse haben? Und das
ich meine, die wenigsten sind noch inaktiv. Das ist auch in der Umfrage so. 80% sind aktiv gewesen in der Umfrage. Deswegen teilen sich die Ns auch deutlich auf. Und haben gesagt, 56% keinen Einfluss, 24% sehen einen negativen Einfluss von den Aktiven und einen negativen Einfluss bei den Inaktiven 35%. Was wir spüren, auch bei den wenigen, die noch nicht aktiv sind, jetzt wird der Druck aufgebaut. Jetzt wird gesagt, wenn ihr nicht dabei seid, wenn wir nicht dabei sind, dann verlieren wir was. Da sage ich immer, mein Lieblingsbeispiel ist, als das iPhone rauskam, darf man nicht vergessen, dass Sony Ericsson weg war vom Markt, dass BenQ weg war, Siemens ist rausgegangen und keiner hat da noch gesagt, dass iPhone so eine Erfolgsstory werden könnte. Und das erinnert mich so ein bisschen an Social Media. Die Relevanz ist noch nicht entschieden aus meiner Sicht. Und darf ich mal fragen, wer war bei Small World? Sind Sie da heute noch? Oder alleine? Im Wesentlichen. Also ich bin da alleine. Ich habe 3 Jahre gebraucht, dass mich endlich einer edit, so viel zum Thema meines Freundeskreises. Und als ich dann drin war, war ich schon wieder alleine, weil alle bei Facebook waren. Also insofern kam ich dann zu Facebook von Small World und bin da auch, wenn ich da mal bin, alleine. Ergebnis dieser Studie ist keins. Mal ein bisschen übertrieben ausformuliert. Die Problematik ist, ich hätte Ihnen jetzt gerne gesagt, Sie haben es auch netterweise in der Einführung gesagt, da gibt es so eine schöne Blaupause. Machen Sie dies, tun Sie das, nutzen Sie 30% Facebook, mischen Sie noch ein bisschen Twitter bei und dann kommt Frosta-Reinheitsgebot raus und sagt, das ist Social Media. Das kann ich Ihnen heute leider nicht mitbringen, sondern die Sache ist, es gibt keine Blaupause. Der Punkt ist, seien Sie gut. Und der Punkt ist, und das haben Sie sehr schön gesagt, deswegen freue ich mich exzellent über diesen Beitrag, auch Sie haben gesagt, Sie haben es gemacht, als das Reinheitsgebot war. Weil Sie jetzt selber merken, das Produkt ist so gut, dass wir daran glauben. Und das ist die Problematik. Wenn Sie ein gutes Produkt haben, ich muss jetzt mal kritisch bei Ibrahim einhaken, wenn Sie ein gutes Produkt haben, dann kaufen Sie es wahrscheinlich. Wer hat über Twitter ein iPad gekauft? Wer hat es direkt gekauft? So, und deswegen, Twitter ist keine Kritik, sorry. Also, ich sage Ihnen, ja, wenn Sie ein gutes Produkt haben, läuft das und Social Media hilft und Sie müssen das machen. Aber am Ende des Tages müssen Sie auch gut sein. Und wenn Sie nicht gut sind, dann hilft aus meiner Sicht auch Social Media nichts. Und was noch viel wichtiger ist, gehen Sie hin und bauen Sie Ihr Haus, Ihr Social Media Haus. Und glauben Sie nicht, da gehe ich in einen Markt rein, in einen Supermarkt, hole mir einmal die Blaupause raus, sag so, wo muss ich hin oder das Navigationssystem, das wir uns alle wünschen, das mir auch selber den Weg vorgibt. Insofern nehme ich da gerne auch wieder deinen Ball auf und sage, ja, das sind Sie selbst. Das ist aber auch Ihre Marke und mit der müssen Sie arbeiten und mit der müssen Sie entscheiden, wie Sie Social Media nutzen, wie Sie das einsetzen. Und wenn Sie gut sind, werden Sie einen Erfolg haben und ich gebe absolut recht, ohne Social Media geht es nicht mehr. Die Frage ist, muss man alles so machen? Und manchmal ist es einfach so, das ist so mein letzter Satz, manchmal gibt man Themen eine Relevanz, die sie gar nicht haben. Facebook ist ein tolles Produkt, aber, und es hat ganz viele User, ich sage Ihnen aber auch, der Frankfurter Flughafen hat auch ganz viele Menschen, die da sind und da wird auch Werbung gemacht. Und deswegen ist meine Empfehlung, nehmen Sie es ernst, nehmen Sie es relevant, seien Sie gut und bauen Sie Ihr eigenes Haus und schauen nicht zu viel beim Nachbarn ab. Sie wissen nämlich nicht, wie gut die Substanz des Hauses tatsächlich ist, das er gebaut hat. Damit erstmal vielen Dank. Und jetzt noch eine Frage. Dankeschön. Jetzt muss ich natürlich noch die Frage stellen, wer möchte mit mir befreundet sein bei Facebook? Immerhin die. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also, auf dass Sie viele neue Freunde finden. Wir sind natürlich, wie es immer so ist, ein bisschen aus der Zeit gekommen, aber ich habe mir, wir kommen jetzt zu der Podiumsdiskussion und ich hoffe auf eine rege Beteiligung aus dem Publikum. Wer Fragen hat, Anregungen hat, ich freue mich, wenn Sie ans Mikrofon gehen und sich mit einbringen. Ich habe mir mal im Wesentlichen 4 Blöcke rausgeschrieben, über die ich ganz gerne reden würde. Und das erste war, Ibo, du hast es provokativ gesagt, der Mensch ist die Botschaft im Social Media. Und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch Markenteilnehmer, die eine Marke darstellen wollen. Ist der Mensch die Botschaft? Ist der Marke die Botschaft? Muss der Mensch die Marke zur Botschaft machen? Wie ist Ihr Vorgehen dabei? Stehen bei Ihnen die Mitarbeiter im Vordergrund? Also
im Blog geht es natürlich um das Unternehmen, aber jeder bringt natürlich auch seine Persönlichkeit damit ein. Wie ich schon gesagt hatte, jeder soll in der Ich-Form schreiben und nicht als Unternehmen schreiben, weil eben jeder auch seine eigene Sichtweise hat, seine eigene Meinung hat. Und ich finde es auch total wichtig, einfach für, dass alles authentisch wirkt oder ist, soll ja nicht nur so wirken, dass jeder auch eben seine eigene Meinung schreiben kann und nicht so wirkt, als wäre er vorher vom Unternehmen irgendwie gebrieft worden, nur so, das und das, nur so und so sagen. Und also jeder sollte da schon seine Persönlichkeit mit einbringen, damit sowas auch interessant bleibt. Also authentisch soll es sein, aber es muss ja auch ein übergeordnetes Ziel geben bei der ganzen Sache. Es ist ja nicht Sinn, einen kleinen Frosterstar hervorzubringen. Ja, ich glaube, übergeordneter Sinn kann eigentlich nur sein, dass man selbst Spaß daran hat, ne? Was anderes ist es ja nicht. Ich meine, Arbeit, wenn wir schon mal arbeiten, dann soll man bitte auch da mit Freude mit reinbringen. Und wenn man das dann teilen kann und dazu auch direkt eine Response bekommt, ist das ja, glaube ich, einer der größten, größten Anerkennungen, die man bekommen kann. Und dementsprechend bin ich mir ganz sicher, dass es euch Spaß macht, seit ihr diesen Blog macht. Und darum geht es ja. Ich glaube, auch ein bisschen Freude, Unterhaltung, das sind ja die neuen Möglichkeiten. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, weil hier sitzt ja jemand von Nestle, als Claudia, du das präsentiert hast. Ich glaube, die Umsatzzahlen von Nestle sind definitiv, da bin ich mir hundertprozentig sicher, nicht runtergegangen. Definitiv. Weiterhin essen wir KitKat und wir lieben KitKat und so weiter und so weiter. Ich weiß es nicht, da müssten wir dann jemanden von Nestle fragen. Das stimmt, aber ich befürchte das. Also, weil wir reden ja nicht von 10 Millionen Fahrradschlössern, die aufgemacht worden sind. Sie kennen das ja, sondern wir reden ja von mehreren 100 Millionen KitKats wahrscheinlich, die verkauft werden. Ich weiß nicht, ob das wirkt. Aber was tatsächlich passiert. Ich habe halt auch gesagt, normalerweise gehen unsere Kampagnen auch länger und ich glaube, prinzipiell war die Kampagne wirklich zu kurz. Ja. Um dann auch Umsatzeinbußen zu erzielen. Also wenn wir zum Beispiel 3 Jahre in eine absolute harte Auseinandersetzung mit Müllermilch gehen, dann kommt das irgendwann auch mal bei jedem in der Öffentlichkeit an und das führt dann auch zu Absatzverlusten. Das wissen wir bei Müllermilch zum Beispiel. Okay, aber jetzt in diesem Falle glaube ich das nicht. Aber was tatsächlich passiert ist, dass die Person, die bei Nestle arbeitet, egal was auch immer, hier ist und sich immer wieder dieser Diskussion stellen muss, weil wir als Onliner, wir, die letztendlich im Internet sich herumirren, die bekommen das ja mit und die fragen anderen nach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde das total blöd. Ich hätte da überhaupt keine Lust, wenn ich jetzt für diese Firma arbeite, anderen mit dieser Thematik konfrontiert zu werden. Also würde ich meinen Vorstand total nerven und sagen, das reicht mir jetzt, ja, da muss was passieren, weil ich als Person und deswegen ist die Botschaft, da bin ich mir mittlerweile absolut sicher, hängt immer von der Person. Also die Person muss die Marke übermitteln, die Person muss die Information übermitteln, muss Freude übermitteln, muss Spaß übermitteln, all das und dementsprechend fängt Social Media bei der Person an. Okay. Das, für mich heißt es jetzt so ein bisschen, Social Media funktioniert vor allem im Imagebereich. Bei Nestle war der Imageschaden vermutlich oder vielleicht größer als der Umsatzschaden. Wenn ich Spaß transportiere, transportiere ich Image. Was kann man, wir haben hier viele Medien, Schaffende. Welche Ziele kann man einem Medienunternehmen denn überhaupt, was kann man erreichen auf Facebook? Also ich meine, welche Ziele kann man sich realistisch setzen? Ist es ein Abverkauf, ist es ein neues Medienangebot zu schaffen oder ist es letztlich ein Imagefaktor? Was kann man denn für einen Rat geben? Also es kann alles sein. Wenn Sie mal die O2-Kampagne sehen, mit dem, wenn wir 3.000 Fans haben, gibt es 3 Monate, glaube ich, also 1.000 Fans ein Monat, 2002 und 3.000 Fans 3 Monate. Das ist ein Abverkaufskanal für die gewesen. Ich fand es eine tolle Aktion, weil sie die Logik von Facebook genutzt haben und gesagt haben, wir versuchen eine Masse zu mobilisieren und damit Abverkaufszahlen zu schaffen und dadurch diesen Verbreitungseffekt in die Kampagne einzuarbeiten, fand ich ein ganz tolles Beispiel. Ich kann auch Kosten reduzieren. Das ist auch ein Thema. Wenn Sie einfach mal denken, ich habe jetzt über Facebook gesprochen, Recherchekosten. WikiLeaks ist so ein Beispiel, ist für mich Social Media und ist ein Thema, das ist für Spiegel, müsste das hochrelevant sein, zu sagen, also alle machen gerade investigativen Journalismus wieder, was ich sehr toll finde. Und da muss ich ja so sagen, wie komme ich an Informationen? Muss ich selber überall rumfahren? Wie hoch sind meine Recherchekosten? Dadurch kann ich auch meine Kosten senken teilweise. Ich kann mich auch viral verbreiten. Boss hat ein Model gesucht für die Fashion Week letzten Jahres über Facebook. Da haben die 100.000, glaube ich, Fans und auch Bewerbungen gehabt. Also ich sage einfach nur grundsätzlich, Social Media ist ein Framework. Das ist genauso wie in vielen Leben es ein Framework ist, auch ein Papier
ist erstmal ein Papier und noch kein Buch. Und ein Papier ist auch keine Zeitung. Ja, ich kann aus dem Papier auch einen Fisch einwickeln. Ich komme jetzt aus Hamburg und da wird das häufig gemacht. Und da sage ich einfach, was mache ich mit dem Papier? Otto bedruckt damit einen Katalog und verkauft ihn relativ, also verkauft über das Papier immer noch 50%, auch wenn E-Commerce da gewonnen hat. Und dann sage ich, Facebook ist halt Facebook. Facebook ist ein tolles soziales Netzwerk mit tollen Angeboten oder YouTube auch. Wie Sie es nutzen, ist Ihre Aussage und Sie können mindestens zwei Ziele, drei Ziele erreichen. Das ist tatsächlich klassisch Marketing zu machen, auf alle Fälle Conversions zu erzielen, wenn Sie die Facebook oder diese Logik nutzen und letztendlich auch Kostenreduktion, dadurch, dass ich Recherchekosten, Akquisekosten etc. dadurch sogar reduzieren kann. Frau Paulsen, denken Sie da in dieselbe Richtung? Also würden Sie auch Abverkauf über Social Media angehen oder ist das, welche Ziele finden Sie, kann man gut erreichen? Also in erster Linie geht es da wirklich ums Image. Also das ist, lässt sich auch überhaupt nicht messen. Also es kann natürlich sein, dass wenn wir ein Produkt vorstellen, beispielsweise über die Kanäle, dass es dann einfach mehr Leute gibt, die mal in den Markt gehen und mal gucken, gibt es das bei mir und das probiere ich mal aus. Aber letzten Endes ist da die Reichweite dann doch ein bisschen zu gering und auch nicht der Sinn der Sache. Also die, die jetzt unser Blog lesen, die sagen nicht, na gut, ich will mich mal informieren, was Frost da für neue Produkte hat und was ich dann mal wieder kaufen könnte. Haben Sie mal versucht zu messen, ob das sich im Abverkauf auswirkt oder ob sich Ihr Image verändert durch die Lesung des Blogs? Das kann man so nicht messen, weil wir haben ja nicht nur die, also wir haben ja nicht nur Social Media, wir haben ja auch Verkaufsförderungsmaßnahmen und ob jetzt die erhöhten Abverkäufe davon kommen jetzt, dass eine Verkostungsdame im Supermarkt steht und zum Probieren was anbietet oder weil wir gerade Fernsehwerbung schalten, das ist ja alles parallel, wir machen ja nie nur Social Media, das müsste man dann wirklich isolieren und sagen, wir machen jetzt nur Facebook und nur Blog und ganz, das soll ja auch keine Werbeplattform sein. Das ist ja gerade der Vorteil vom Blog, dass eine Webseite oft als sehr werblich wahrgenommen wird und ein Blog eben nicht. Und wenn man dann auf dem Blog die ganze Zeit, ja, eben die ganze Zeit Werbung schaltet quasi und das kommt auch nicht gut an. Okay. So sollte man es nicht nutzen. Okay, also gibt es durchaus offenbar noch ein bisschen Spielraum, wie man das nutzen kann. Das nächste kontroverse Thema war, alle Kanäle benutzen, möglichst viel. Ich glaube, damit hast du dich besonders rausgewagt. Und ich glaube, Sie haben die Erfahrung gemacht, dass eigentlich zwei dann besonders gut am Ende funktioniert haben. Ja. Deswegen die Frage in die Runde. Also natürlich probieren wir alles aus. Immer wenn es was Neues gibt, dann gucken wir uns das an, ob das irgendwie für uns interessant sein kann oder in Zukunft sein wird. Für uns hat sich ganz klar herausgestellt, Twitter ist ein starkes Tool. Es ist allerdings auch eher ein Nischentool. Also Twitter funktioniert immer sehr gut, wenn man News hat, weil es ist einfach ein unglaublicher Distributionskanal für News. Und Greenpeace produziert halt News. Und deshalb können wir das sehr gut und effektiv auch nutzen, dieses Tool. Und Facebook ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für uns geworden, weil die Menschen sehr einfach in so ein Involvement mit Greenpeace kommen können. Und das ist vielleicht auch eine große Chance für den einen oder anderen im Publikum. Es geht da, glaube ich, nicht nur um Image und Abverkauf, sondern dass wirklich sich Menschen mit einer Marke involvieren. An anderer Stelle gibt man da auch seit, sag ich mal, 10 Jahren massiv Geld und Budget aus, um sowas wie ein Brand Involvement zu bekommen. Und ich glaube, da bietet Facebook einfach ganz gute Möglichkeiten. Es kann aber in 5 Jahren auch ein ganz anderes Tool sein, was wichtig ist. Also wenn ich zurückdenke vor 3 Jahren, da war MySpace so the hottest place in town sozusagen. Und ja gut, jetzt 3 Jahre später ist auf einmal Facebook da. Aber es kann sein, in 4, 5 Jahren kommt da was ganz Neues und auch Facebook wird dann keine große Relevanz mehr haben. Also ich würde mich eher mit den Prinzipien, die dahinter stecken, beschäftigen, als jetzt nur ausschließlich auf Facebook zu gehen. Man muss verstehen, wie funktioniert da Kommunikation? Wie funktioniert da Marketing, diese Mechanismen? Die muss man für sich, glaube ich, rauskriegen. Ja, was ich jetzt merke, absolut, vollkommen richtig. Was wir jetzt verstehen müssen, ist, wie funktionieren die Systeme? Wir sind jetzt leider Gottes nicht mehr im Marketing nur noch mit irgendwelchen AIDA-Dingen beschäftigt, sondern wir müssen schon ein bisschen weiter gucken, wir müssen technischer werden. Und technischer bedeutet aber auch gleichzeitig, wie kann ich die Systeme miteinander verknüpfen? Ich habe zum Beispiel angefangen, Twitter mit allen Systemen zu verknüpfen. Ich poste nur noch über Twitter und das verknüpft sich dann mit Facebook, mit Posterow, mit Friendfeed,
alles wird miteinander mit einem Mal verknüpft. Und das ist etwas ganz, ganz Faszinierendes, weil man nicht mehr alle Kanäle bestreuen muss, sondern nur noch einen Kanal und dann wird es auf allen anderen Kanälen dann auch gepostet. Dürfte ich dann jetzt die Frage stellen oder unterstellen, du nutzt dann Facebook als eine Erweiterung von Twitter? Ja, eigentlich benutzt du nur richtig. Twitter und das aber auf allen Kanälen. Vollkommen richtig. Aber Twitter ist wiederum leider ein bisschen kalt. Das heißt also, da sind diese emotionalen Kommentare nicht drin, die ich ja brauche dann, damit man auch dementsprechend Anerkennung bekommt. Ich sage ja, alles geht auch ein bisschen um Anerkennung. Da ist tatsächlich, ich poste über Twitter und kommentiere über Facebook. Also das ist ein ganz anderes Verhalten. Und somit schaffe ich dann natürlich eine große, breite Masse von Menschen anzusprechen. Okay. Welche Leute erreichen denn eigentlich über welche Kanäle? Twitter ist nach meiner Meinung tatsächlich mehr Journalismus sehr stark. Mhm. Die Journalisten sind da sehr stark, Firmen sind da sehr stark. Aber darum geht es auch gar nicht, über welche Kanäle ich wen erreiche. Das spielt überhaupt fast gar keine Rolle mehr. Sondern ich muss auf allen Kanälen sein. Das ist eher die Frage. Okay. Das heißt, also, wie schaffe ich Schnittstellen? Und dementsprechend glaube ich, ist einer der mächtigsten Wörter, den es derzeit gibt im Internet, das Wort API, also Application Programming Interfaces. Wie verknüpft sich die Systeme miteinander? Wer schafft mir diese Verknüpfungen? Und der das versteht, ja gut, der versteht das Internet in Perfektion. Okay. Ihr habt da jetzt ein bisschen anderes Vorgehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, zumindest vom Anspruch her sagt ihr schon, jeder Kanal braucht eigene Inhalte, da erreicht unterschiedliche Leute, die wollen unterschiedlich angesprochen werden. In welche Richtung überlegt ihr denn dann, wenn ihr Twitter und Facebook anguckt? Ja, also wie gesagt, Twitter ist bei uns ein Tool, da haben wir gesagt, oh, das machen wir mit, das ist super, aber bisher hat sich für uns jetzt nicht so rausgestellt, dass es jetzt einen Vorteil hat, weil es ist ja auch immer sehr kurz, man kann immer nur weiß nicht wie viele Zeichen, man da hat auf jeden Fall zu wenig, man kann jetzt nicht so richtig viel kommunizieren und wir wissen nicht genau, wie wir das nutzen sollen. Und diese Verknüpfung finde ich ein bisschen schwierig jetzt auch, weil ich will nicht das, was ich mache das schon, was wenn ich auf Facebook was poste, dass, wenn es ein interessanter Blogartikel von uns jetzt war, dass ich sage, hier übrigens Frosterblog, der und der Artikel. Aber ich will, also oder wir denken schon, dass man wirklich unterschiedliche Inhalte haben muss, weil man einfach unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Und wir sind ja auch nicht überall dabei. Also es gibt ja viele Portale, da machen Verknüpfungen wahrscheinlich Sinn. Aber ich kommuniziere auf Facebook einfach andere Dinge. Das sind ist eine andere Zielgruppe. Unsere Blogleser, die wollen was ganz anderes. Die wollen viel ausführlichere Informationen. Und auf Facebook geht es auch eher mal so um lustige Sachen. Ich poste mal schnell ein Foto oder sowas und dann gefällt das allen oder auch nicht. Und das ist auf dem Blog einfach anders. Mhm. Wir haben gerade gehört, das Messen der Ziele ist extrem schwierig in KPIs. Wie stellst du denn fest, ob du deine Kommunikationsziele erreicht? Und im Anschluss würde mich auch interessieren, wann haben Sie eigentlich bemerkt, dass bei Facebook der Schalter umgelegt war? Also hatten Sie da ein bestimmtes Moment, wo Sie merkten, jetzt wirkt die Kampagne? Aber nacheinander bitte. Also wenn man, wie gerade gesagt, leider Gottes ist diese ganze Social-Media-Geschichte langsam aber sicher technisch geworden. Natürlich kann man alles verknüpfen mit Analytic-Tools. So kann man sehr gut mittlerweile messen, wie reichweitenstark war eigentlich mein Tweet oder meine Information, wie viele Leute gucken sich das an. Da gibt es mittlerweile hunderte Anbieter. Ich habe mich für jemanden entschieden, da zahle ich auch monatlich Geld, 79 Euro. Und darüber kann man dann ganz gut herausfinden, wie das Ganze funktioniert, welche anderen haben das retweetet, wie viele Leute haben die wiederum erreicht. Manchmal gucke ich dann auf meinen Tweet und sehe, ein Tweet von mir hat 480.000 Leute erreicht. Und dann wundert man sich und dann freut man sich darüber auch. Ob die jetzt alle das gelesen haben, weiß ich nicht. Aber faktisch gesehen müssen sie ja, wenn sie durchgehend auf Twitter, Facebook und so weiter sind. Und das gehe ich mal davon aus. Die Resonanz an, nicht die Zahl der Freunde, nicht nein, die Interaktion, sondern einfach... Nur Resonanz, genau, okay. Resonanz. Und Nummer zwei ist natürlich so, dass meine eigenen Webseiten auch verknüpft sind mit Analytic-Tools. Das heißt, wenn ich zum Beispiel was schreibe in meinem Blog und poste das, dann sehe ich ja automatisch am nächsten Tag, wie viele Leute drauf waren. Und freue mich dann natürlich, wenn dann mit einem, wirklich mit einem Post weit über 2.000 bis 10.000 Leute draufklicken. Das ist doch ein KPI genug. Wenn ich mir überlege, dass ich das wiederum einkaufen müsste bei Google, wie viel ich da bezahlen müsste, ist doch enorm. Würde ich doch niemals machen. Dementsprechend ist natürlich für mich Social Media ein Segen. Also dürfte ich jetzt so zusammenfassen, die Zahl der Freunde ist die Basis für die Interaktion, aber eigentlich kommt es auf die Interaktion an und wenn es ein KPI gibt in Social Media, dann wie die Leute reagieren. Es ist tatsächlich komplizierter. Die Zahl der Freunde, man baut ja nicht eben mal Freunde auf. Das ist ja leider nicht so. Sonst würde ja jeder jetzt reingehen und einfach mal 100 Leuten dann bei Twitter oder 1.000 Leute oder 10.000 Leute bei
Twitter folgen, das ist tatsächlich ein Prozess. Also es geht auch nicht von heute auf morgen. Ein richtiges Social-Media-Konzept mit allem Pipapo, was dazugehört, muss man mindestens 6 bis, nach meiner Meinung, 24 Monate planen. Das heißt also, erst nach 6 Monaten wird es interessant. Erst ab 4.000 Follower wird es richtig interessant. Dann ist jedes Mal, wenn ich dann halt aktualisiere, kommen dann 10 bis 15 Nachrichten. Dann wird es halt richtig spannend. Und das heißt also, es ist schon ein bisschen Arbeit. Ne? So ist es nicht. Okay. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie da was rausgearbeitet, wo Sie gemerkt haben, das ist die Stelle, auf die man gucken muss? Da schnackelt es dann. Ich würde gerne kurz da nochmal einhaken bei dem Thema, das ist Arbeit. Natürlich ist das Arbeit. Also wir haben zum Beispiel vor 3 Jahren mit der Social-Media-Strategie angefangen. Da gab es diesen Begriff noch nicht. Das heißt bei uns ganz einfach Internetstrategie. Und da kam auch zum Beispiel Twitter kam noch gar nicht drin vor. Und ich glaube auch Facebook kam als Begriff da noch gar nicht vor. Das muss man dann flexibel halt anpassen. Aber man muss sich natürlich erstmal mit diesen Menschen vernetzen. Das heißt, man muss seine Peer-Groups finden. Menschen, die sich für selbe Themen interessieren oder auch für Issues in unserem Fall einfach interessieren. Die muss man erstmal finden. Da kann man auch keine Agentur beauftragen. Heute vielleicht schon. Vor 3 Jahren gab es da noch nicht so große spezialisierte Agenturen, denen man gesagt hat, na, jetzt suchen wir mal alle Leute irgendwie im Internet raus, die sich für Umweltschutz zum Beispiel interessieren. Die haben wir alle sehr mühsam eingesammelt. Und dann kann man natürlich auch sehr, sehr schnell, wenn man eine große Netzwerkstärke erreicht hat, solche Kampagnen online anschieben. Aber da steckt halt, wie gesagt, 3 Jahre harte Arbeit drin. Und wir haben schon gedacht, dass die Nestle-Kampagne relativ schnell zündet. Aber dadurch, dass es natürlich bei Nestle auch kommunikative Fehlerchen gab, ist es dermaßen befeuert worden nochmal im Web, dass uns da auch teilweise ein bisschen schwindelig geworden ist und wir doch auch staunend manchmal vor dem Rechner saßen, mit was für einer Geschwindigkeit sich das Thema um den Globus verbreitet hat. Man konnte es auch wirklich so an den Zeitzonen sehen. So, dann war hier irgendwie spätabends in Europa, dann schwappte das ganze Thema rüber in die USA und am nächsten Morgen kam es dann aus Asien wieder zurück. Also das fand ich schon bemerkenswert. Hätten wir selbst nicht gedacht, dass es so ein Tempo aufnimmt. Wir haben da eine Frage aus dem Publikum. Hallo. Hallo. Alexander Wunschel, Marketing Club München. Ich möchte mal eine These formulieren, Beispiel bringen und mit einer Frage enden. Die These heißt, Social Media ist das Plug der modernen Markenführung. Das Beispiel ist Gap, die Bekleidungsmarke, die ja praktisch jetzt ihr Logo ändern wollte. Und im Endeffekt durch eine Facebook-Kampagne, gesteuert von wem auch immer, dazu gezwungen wurde, diese Marken, diese Logo-Änderungen wieder zurückzunehmen, unter der Androhung von Kaufboykotts und Konsumboykotts. Die Frage ist an die Runde, wie autoritär darf moderne Markenführung eigentlich noch sein, beziehungsweise wie weit muss ich denn jetzt eigentlich als armer Marketing- oder Brandmanager meine Marke inzwischen den Social Media preisgeben, ohne sie nicht mehr führen zu dürfen in diesen Zeiten? Und ist das wirklich gesund? Alex, gute Frage. Ich glaube halt, mittlerweile müssen die Marketing- und Brandmanager selbst zu Marketing- und Brands werden. Das heißt also, das dreht sich gerade. Das heißt, man muss zu deiner Marke stehen, die Leute müssen einen kennen, dementsprechend sind auch auf vielen Twitter-Accounts, wie zum Beispiel von der Deutschen Telekom, mittlerweile Gesichter zu sehen. Wer twittert eigentlich hier? Wer sind die Menschen, die da mit mir kommunizieren? Das ist ein sehr wichtiger Effekt. Aber dass man natürlich die Macht über Marketing aufgibt, das ist Quatsch. Das funktioniert nicht, weil jeder hat seine Strategie und die Strategie kann ja auch sein, ein Produkt fängt bei A an und hört bei Z auf. In der Zwischenzeit muss man halt die richtigen Strategien machen, dass es zu Z kommt. Dementsprechend würde ich mich da nicht beirren lassen. Aber was man machen kann, ist dann halt die nächste Stufe, was man als nächstes macht, vielleicht mit der Community diskutieren. Das machen wir ja, das erleben wir, das funktioniert ja. Und dementsprechend, wenn etwas gut funktioniert, wieso soll man das nicht adaptieren? Das ist die zentrale Aussage, die ich treffen kann. Das heißt also, einfach mal mit der Community mal diskutieren, bevor man vielleicht eine Aktion macht, auch wenn das nur 600 Leute sind. Vielleicht sind das die 600 Leute, die Froster lieben und die alles für Froster tun würden, um zu helfen. Und ich glaube, darum geht es. Es geht nicht darum, bei Facebook 60.000 Fans zu haben, sondern es geht vielleicht darum, 200 Mitdenker zu haben. Und wenn man diese Strategie richtig versteht und richtig nutzt, können da extrem viele gute Sachen bei rauskommen. Trotzdem eine gute Frage, die ich noch weitergeben möchte. Neigt man dabei bei Social Media, ich sag mal, an einer Zielgruppe über zu optimieren? Der große Mut, eine Marke zu verändern, ich denke jetzt beispielsweise Bellstuff,
war früher ein Hersteller von Motorradklamotten, wurde ein Markenhersteller. Wenn ich das diskutiert hätte mit den verbliebenen Käufern der Motorradjacke, hätten die bestimmt gesagt, macht das nie, funktioniert nicht. Ja? Es hätte überhaupt nicht geklappt, den großen Schritt mal zu tun. Ist das nicht eine Gefahr? Ja, genau, das sage ich ja durch von A bis Z. Wenn Z dann ist, ich werde dann irgendwann mal komplett eine andere Marke, eine andere Firma, dann darf ich das nicht diskutieren, weil das ist ja meine persönliche Strategie, wie ich meine Firma zu führen habe. Aber wenn es darum geht, jetzt eine neue Kampagne zu starten nächste Woche und da investiere ich eine 500.000 oder gar 2 Millionen Euro Werbebudget, dass ich das vorher natürlich mit Leuten diskutiere, das ist doch sinnvoll. Da kann ich ja extrem viele Fehler beheben oder beziehungsweise verbessern. Da bin ich mir sogar sehr sicher, dass es so ist. Weil Menschen wollen grundsätzlich im Internet ja nicht bashen, sondern auch helfen. Sie haben gesagt, dass Sie sehr viel diskutieren mit der Community und die anderen sind auch sehr wichtig. Wie sehen Sie das Thema? Also ich glaube schon, dass in strategische Prozesse sollte man Fans auf Facebook oder so nicht einbeziehen, aber eben operative Prozesse, das ist Beispiel, also wir merken auch, die haben richtig Lust mitzudenken, mitzuarbeiten, wir kriegen auch ständig Vorschläge, warum macht ihr nicht mal das und das? Wir haben jetzt das gerade so umgesetzt, zum Beispiel zusammen mit der Zeitschrift Brigitte, dass wir sagen, okay, wir haben hier, stellen euch 10 Produkte vor, ihr könnt das nachkochen, ihr könnt das ausprobieren und eure Lieblingsprodukte gibt es dann bald von Froster. Das ist einfach eine Art, die Community mit einzubeziehen, die nicht zu weit geht, wo das Unternehmen auch weiterhin die Kontrolle hat. Wir haben nur die Produkte vorgestellt, die wir auch produzieren können. Also hängt ja sehr viel zusammen. Sind die denn auch erfolgreich dann? Die kann man ja sehr gut messen jetzt, wie sich diese Produkte verkaufen. Die gibt es erst ab Januar. Das ist eine ganz aktuelle Aktion. Aber sowas kommt total gut an. Aber wie gesagt, das muss einfach Grenzen haben. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam auch dem Ende entgegen. Trotzdem natürlich noch für jeden eine Abschlussfrage. Mich würde bei Ihnen natürlich interessieren, was sagen Sie, war der Kardinalfehler bei Nestle? Was hätten die anders machen müssen, damit sie nicht selbst, damit sie nicht in dieses Kreuzfeuer der Kritik geraten sind? Man könnte die Frage auch anders formulieren. Wie sind Sie eigentlich selber aufgestellt für einen PR-Gau? Das werde ich natürlich hier nicht sagen, wie wir da konkret aufgestellt sind. Aber ich kann halt schon sagen, dass wir da definitiv gut vorbereitet sind. Da muss sich schon keiner unserer Gegner Gedanken machen, dass wir da vielleicht überrascht werden könnten. Aber es ist natürlich eine ganz berechtigte Frage. Also es gab ja auch bei Greenpeace in der Vergangenheit schon kommunikative Krisen. Ich glaube, die letzte war vor 3-4 Jahren das Thema Lidls, ist sehr unglücklich gelaufen. Und ich glaube, wenn wir heute so ein Thema auf den Tisch bekommen würden, das würde dann wirklich zu einem Tsunami auch für uns erstmal werden, weil wir so viele, dadurch, dass wir so viele Kontakte im Web haben, werden auch so und so viele Anfragen auf uns einstürzen. Das kann zum Beispiel über den offiziellen Greenpeace-Twitter-Account sein, das kann ein Anruf in der Pressestelle sein, das kann sein, dass uns jemand eine E-Mail schreibt, das kann sein, dass mich Leute fragen, sag mal, was ist denn da los bei euch? Da muss ich auch erstmal die adäquate Info zum Beispiel dann organisieren. Ich glaube, das wäre schon eine sehr, sehr große Herausforderung auch für uns. Aber eine gute Krisenkommunikation heißt ja auch immer, solche Dinge vorher in den Griff zu bekommen, wenn es gar nicht zu einer Krise richtig auswächst. Und da sehen wir eher dann die Pflicht. Und sowas dann im Social Web gut zu machen, das ist eher die Kür, denke ich. Gute Krisenkommunikation merkt man nicht. Mhm. Hätten Sie denn aus Ihrer Sicht einen Kardinalfehler entdeckt? Was hätten Sie anders gemacht? Wo würden Sie sagen, war Nestle, als Sie angefangen haben, das YouTube-Video zu zensieren, als Sie angefangen haben, in den Facebook-Postings die User-Kritik nicht ernst zu nehmen? Oder wie würden Sie umgehen mit einer solchen Kritikwelle? Also auf jeden Fall natürlich zugeben, wenn da was falsch läuft oder zumindest versuchen zu erklären, warum es im Moment noch so ist, wie es ist. Aber dann auch eben, wenn es auf solche Resonanz stößt und man merkt einfach von Seiten der Kunden, ist da der Wunsch nach einer Änderung da, dass man auch wirklich zeigt auch, dass man sich bemüht, dass sich was tut, dass man nicht schweigendes Unternehmen ist und wartet, bis das alles ein Ende hat, sondern dass man auch aktiv da was tut. Also was man jetzt macht bei einem konkreten Video auf YouTube, das ist schwierig. Also, aber Schweigen ist wahrscheinlich immer die falsche Antwort. Schweigen ist immer falsch. Also, wir würden natürlich auf unserem Blog und versuchen da aktiv was zu kommunizieren, aber auf YouTube sind wir nicht aktiv, deswegen oder jedenfalls nicht wirklich. Okay. Also auf jeden Fall muss man aktiv mit der Kritik umgehen. Ja.
Also Social Media ist natürlich auch eine große Chance, noch eine Kuh vom Eis zu kriegen. Also wenn es in die Öffentlichkeit aufpoppt, dann haben Sie ein kleines Zeitfenster, um ein Thema noch mal rauszukriegen, wenn Sie schnell, adäquat und gut empathisch antworten auf die Fragen, die da womöglich irgendwo im Raum stehen. Weil wenn Sie gar nichts sagen, haben Sie das Problem, dass im Web wilde Geschichten auf einmal kursieren. Sie bekommen das Thema überhaupt nicht mehr eingefangen. Jeder erzählt da irgendwie was zu, was jetzt davon stimmt oder nicht. Das weiß dann am Ende des Tages keiner mehr. Und dann haben Sie kaum irgendwie noch eine Möglichkeit, die Kommunikationshoheit wieder zu erlangen. Es bringt Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie dann 2-3 Stunden später eine Presseerklärung rausgeben, weil das liest im Social Web kein Mensch, Presseerklärung. Also Sie müssen dann schon schnell an der Debatte teilnehmen. Und dann kann man das auch noch drehen. Also es ist nicht nur Gefahr, es ist halt auch eine große Chance, eine Krise da noch zu gewinnen. Krisenkommunikation ist jetzt tatsächlich was, das in erster Linie, glaube ich, Markenartikler interessiert. Im Publikum sitzen ganz viele Medienschaffenden. Deswegen würde mich von Ihnen beiden interessieren, wie sieht denn das ideale Medienangebot in Facebook und Co. aus? Was würden Sie einer Medienmarke raten, wie sie sich da bewegen soll? Hängt, also DSDS, finde ich, macht das sehr, sehr gut als Beispiel. Ist natürlich, es hängt wirklich auch von dem Angebot ab. Das ist, deswegen sagte ich wirklich bewusst Ende der Blueprints. Ich sage mal grundsätzlich, das, was Dr. Döpfner gestern gesagt hat, fand ich ganz toll, weil er gesagt hat, Medienmarken können, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, letztendlich wieder diese Gemeinschaft herstellen und dieses Thema zu belegen und das zu verbreiten. Also das war jetzt inhaltlich, entschuldigen Sie bitte. Aber das finde ich toll und ich glaube auch, dass Medien anfangen müssen, wieder tolle Geschichten zu erzählen und Produkte zu entwickeln, die die Menschen begeistern und aktivieren. Und auch Kampagnen fahren. Vieles geht an Greenpeace verloren, was früher Medien tatsächlich gemacht haben, gewisse Missstände aufzuzeigen, also klassische Printmedien. Und ich glaube, das ist die ganz, ganz große Chance, dass Nestle, wenn ich das mal so sagen darf und auf die Medien übertragen darf, das Problem bei Nestle ist nicht, dass es rausgekommen ist, sondern dass es so ist. Ja, es ist so. Da kann man jetzt sagen, sie haben da ihren Job gut gemacht. De facto, das war ja, es gibt Dinge, die sind bekannt. Und das ist auch eine Chance, wo sie sagt, darum geht es. Es geht darum, gute Dinge, die man tut und die muss jeder für sich selber entscheiden, die zu kommunizieren und dann Social Media zu nutzen. Und da gibt es dann schon sehr, sehr gute Beispiele. Und da gibt es auch tolle Beispiele von Medien, wie man das nutzen kann. Also das tut mir mal leid, dass es so ein bisschen schwammig klingt. Aber das ist individuell. Das ist einfach nicht so, dass es eine Blaupause gibt und sagt, in Facebook macht man es so. Das wäre sehr schön. Wie würdest du rangehen? Du würdest eine Spieleplattform gründen. Ja, Spiele ist auf jeden Fall. Ich bleibe dabei, das ganze Leben ist irgendwie ein Spiel. Es ist tatsächlich so, wie Christian das sagt, es ist total individuell. Manche machen es hervorragend. Ich habe jetzt letztens eine Seite entdeckt, wo man bei Nike seine Schuhe selbst machen kann. Das heißt also auf Facebook selbst und das ist super, weil da trifft man da genau ins Nerv. Das heißt also Social Media wird plötzlich dann zu einem Kauf, was dann stattgefunden hat bei uns aber in der Firma. Aber wie sollen die Medien? Medien können nicht ihre Zeitung verkaufen. Ja, aber ist nicht Social Media auch irgendwo Medien mit der Zeit oder immer mehr und verknüpft sich und geht ineinander? Ich glaube, das darf man auch in der Form nicht mehr so richtig trennen. Da bin ich auch aus. Was sollen Medien machen? Ich meine, jetzt die Zeitung, klar, jetzt die Verknüpfung dann besser hinzubekommen. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Verlagsleiter, wo ging es darum, halt, dass jeder sagt hat, das geht zurück. Klar, wenn man natürlich die Medien verlängern würde durch Social Media, dass man sagt, hier hast du einen Artikel und dazu gibt es dann nochmal 60 Bilder dann auf Facebook. Das ist doch eine hervorragende Verknüpfung. Solche Geschichten mussten immer mehr passieren. Okay. Also, das nächste Panel fängt an. Vielen Dank an Sie alle hier auf dem Podium. Ich hoffe. Vielen Dank an Sie. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen gefallen und es war informativ und vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam. Ja, und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag noch.